Erinnerung. Guten Morgen, Freunde. Unser Thema des Unterrichts, sich vor dem Hören zu annullieren. Wir lesen ausgewählte Zitate und befinden uns in dem Ausschnitt Nummer 45. Das Material könnt ihr finden auf der Webseite k.co.el oder im System Arvut. Fragen können auch auf der Seite k.tv gestellt werden. Ausgewählte Fragen werden während des Unterrichts beantwortet. Ja, unsere ganze Arbeit ist, sich vor dem Hören zu annullieren. Deshalb sind wir von Anfang an mit einem umgekehrten Verlangen zu empfangen erschaffen, um zu einem höheren Aviyu zu kommen. Es gibt nur zwei Kräfte zu geben und zu empfangen. Wir sind alle die Kraft zu empfangen und unser Ziel ist, ohne den Willen zu verändern, die Benutzung von dem Willen zu verändern, damit diese wird zum Verlangen zu geben. Das heißt, die Absicht verändern und der Wille zu empfangen benutzen, immer um den Nutzen zu dem Nächsten zu geben. Weil der Schöpfer geben möchte, kann ich meinen Willen auch aktivieren, in dem Maße, wie ich vom Schöpfer erhalte, um ihm zu geben, ihm Genuss zu geben. Und das ist eigentlich unsere Arbeit. Und um sicher zu sein, damit wir richtig oder dass wir richtig handeln, der Schöpfer zerbrach uns in Teile und die Beziehungen zwischen den Teilen, die egoistische. Und dann in dem Ausmaß, wie wir uns über unseren Willen zu empfangen erheben können, jeder über seinem, und zu arbeiten für den Nutzen des Nächsten, dadurch prüfen wir, dass wir in der Lage sind, eine Beziehung zum Schöpfer zu haben. Das ist eine sehr, sehr besondere Sache, eine Art Erfindung, wo aus dem heraus, dass wir zum Willen zu geben kommen möchten, dafür zerbrach der Schöpfer unser Klee, zerbrach unser Verlangen in Teile und statt einem Menschen Adam, entstanden Millionen, Milliarden von Leuten, wo jedes Anteil ist im Gegensatz zu anderen. Und so können wir durch die Verbindung zwischen uns und die Trennung zwischen uns unsere Natur prüfen, die Natur des Schöpfers prüfen und diese auf diese Weise zu lernen, zu studieren, was passiert denn hier, was bereitete uns der Schöpfer vor und wie können wir damit arbeiten. Er ist oben, wir sind unten und können unter uns dann beginnen zu verändern, den Zustand, also zu betrachten, indem wir einander ähnlich sind, indem wir einander entgegengesetzt sind. Wie können wir prüfen, unseren Zustand zu studieren, zu verändern, entsprechend zu spüren, wie wir nah oder weit voneinander sind? Das heißt, der Schöpfer gab uns die Gelegenheit, die Möglichkeit, das ganze höhere System zu studieren. Durch die Verbindungen zwischen uns, durch die Beziehungen zwischen uns. Und damit wir verstehen, was passiert mit uns hier, könnten dann erlangen, messen, spüren, sehen und uns an ihn wenden und bei ihm um
Kräfte bitten, die Kräfte der Annäherung, der Überwindung, damit er uns erklärt, was hier passiert, wie, auf welcher Weise. Hier gab er uns tatsächlich Platz zum Studieren. Was ist der Wille zu empfangen? Was bedeutet der Wille zu geben? Und wir so untereinander können in unseren Beziehungen in diese Welt dann stufenweise aufbauen, die nicht materiellen Beziehungen, um zu empfangen, sondern die spirituellen, um zu geben. Und in dem Ausmaß, wie wir untereinander schaffen, zu sammeln, die Zustände, die Beziehungen, um zu geben, werden wir auch in denen die Natur, um zu geben, spüren, den Schöpfer. Und dann enthüllen wir allmählich das Wesen dieser Kraft des Gebens, um zu geben. Kraft des Gebens und erlangen den Schöpfer selbst. Und all das kommt aus den Übungen heraus, die wir untereinander machen müssen. Wie man das so organisiert zwischen uns, um zur Erkenntnis des Schöpfers zu kommen. Das ist sehr spannend und bestimmt wurde uns eine Art Labor gegeben, in dem wir auch diese Welt studieren können, das heißt die Beziehungen zwischen uns umzugeben, zwischen verschiedenen Kräften. Und auch, wie übergeht man diese Grenze, den Machsom, die Absicht, um zu empfangen, damit diese als Grundlage, als eine Art Fundament ist, über dem wir die Absicht des Gebens aufbauen können. Entsprechend dieser Absicht, um zu geben, schaffen wir, aneinander näher zu kommen, können wir dann entsprechend unsere Absicht messen und so, wie wir näher kommen, wie wir vom Platz zum Platz uns bewegen in Bezug zueinander. Wir untereinander enthüllen dann diesen Raum, eine Art Kosmos, einen neuen Raum, welcher abhängt vom Maß unserer Absicht zueinander, unserem Bestreben zueinander. Und dann können wir in diesem Raum uns bewegen. Und in dem Ausmaß, wie wir noch größer eingetaucht sind in dem Zustand der Prüfung, einer in Bezug auf den anderen, fühlen wir uns wie diejenigen, die den materiellen Raum verlassen, die materielle Bewegung verlassen, das, wozu wir gewohnt sind seit der Geburt an. Und dann verstehen wir auch noch, dass es nicht materiell ist, sondern das ist die Veränderung unseres Zustandes, ihm den Willen zu empfangen. Und unsere ganze Welt handelt, um zu empfangen, um auf die Genüsse sich zu stützen, einer auf Kosten des anderen, oder andersrum. Wir entfernen uns voneinander und dann übergehen wir in eine neue Dimension, die ebenfalls handelt, in unseren Wünschen und Absichten nicht mehr, aber wir nennen diese dann materiell. Und dann übergehen wir zu einer neuen Art der Beziehungen zwischen uns, den Beziehungen, die aufgebaut sind auf dem gegenseitigen Geben aneinander. Und hier betreten wir einen neuen Raum, genannt spirituellen Raum. Und in ihm möchten wir existieren.
Trotzdem, dass eins vom anderen nicht trennbar wäre, so erschuf der Schöpfer, so steht auch geschrieben, so eins in Bezug auf das andere erschuf der Schöpfer. Trotzdem können wir seiend in dieser materiellen Welt, das heißt, in der man die Kraft des Genusses hat, übergehen wir zum spirituellen Zustand. Dort, wo wir uns befinden, in den Beziehungen des Genusses, dem Nächsten zu geben, zu übergehen, den Nächsten zu fühlen, zu befühlen. Das heißt, diese zwei Welten sind einander entgegengesetzt. Eine stützt dich auf die Kraft des Empfangens, die Welt des Materiellen, und die andere Welt, die Kraft des Gebens, die spirituelle. Und wir können auch erforschen, wie können wir mit der Hilfe unseres Willens uns bewegen, genauso wie in unserer Welt, trotz der materiellen Entfernungen, sondern diese ist egoistisch. Egoistische Entfernen wird nur so gemessen, wie wir nah zueinander sind. Und von hier an können wir auch lernen, wie man sich in der spirituellen Welt, in der höheren Welt bewegt, indem wir uns aneinander nähern und entfernen im Maße des Gebens aneinander. Und je mehr wir uns auch darum bemühen werden, darin zu sein, bewusst zu sein, dadurch betreten wir mehr und tiefer und erforschen sowohl die spirituelle Welt, als auch daraus können wir auch unsere untere Welt erforschen, die wir ebenfalls nicht kennen. Wir kennen uns selbst noch nicht mal. Und auch die materiellen Gesetze, unser Ego kann man nur in dem Ausmaß lernen, wie wir in diese Anti-Ego aufsteigen zum Geben. Und von dort lernen wir auch kennen, dass oder die Welt des Empfangs. Also lasst uns darum bemühen. Vielleicht noch einmal müssen wir dazu zurückkehren, was ich sagte, vielleicht nicht einmal versucht. Aber wir müssen auf die Weise zum Studium der höheren Welt übergehen in Bezug auf die untere Welt und andersrum, der untere Welt aus der höheren heraus. Und dann diese zwei Formen der Existenz der Wirklichkeit erforschen wir, erlangen wir, wir können diese entdecken, diese Formen in sich selbst und werden dann weiterkommen. Und über diesen zwei höher als diese zwei befinden sich die höhere Quelle, die Wurzel von den beiden ist, und diese erlangen wir in dem Ausmaß, wie wir die höhere Welt in Bezug auf die untere erlangen. Dadurch erlangen wir auch seine Absicht, seine Handlung. Ich erschuf den bösen Trieb, ich erschuf auch den Gewürz. Für den Gewürz, ja, und das erlangen wir in mehr Tiefe und erlangen auch den Schöpfer. Verstehen nicht das Wesen des Schöpfers, nicht seine Natur, sondern durch seine Handlung erkennen wir dich, so sagt man das. So erkennen wir auch ihn, in dem Ausmaß, wie er uns das erlaubt. No. Solange, also das reicht erstmal, ihr wisst, dass wir Tag für Tag nehmen wir neue Schichten auf unserem Weg, erforschen diese, lernen während des Tages, müssen dies auch realisieren, tief erkennen, also klarkommen, wiederholen, bis ich denke für heute, das ist unsere Schicht. Kiew 1. Ja, lieber Raff, all dies ist möglich umzusetzen,
Nur wenn wir hier das Verlangen zu empfangen nutzen, um anderen zu geben? Ich höre nichts. Dies können wir nur nutzen, wenn wir das Verlangen zu empfangen nutzen, um anderen zu geben? Ja, all das kann man realisieren, nur wenn wir unter den Freunden sind. Das ist richtig. So wie Rabash schreibt, es gibt nichts außer der Freunde. Warum? Weil, wenn ich nicht die Verbindung mit ihnen forme, dann habe ich auch nichts an die höhere Welt zu fassen, nicht an den Zustand umzugeben, kann ich da nichts fassen. Und natürlich eins in Bezug auf das andere, in dem Ausmaß, wie ich vorankomme und möchte näher an die Freunde kommen, möchte oder fühle ich auch den entgegengesetzten Zustand, wo ich das gar nicht möchte. Ich bin auch faul, um den Zustand zu erreichen. Was bedeutet es, dass ich meine Verlangen nutze für den Nutzen für die anderen? Wir fangen aber nicht damit an. Wir fangen überhaupt mit dem egoistischen Zustand an. Wenn ich nicht reinkomme, wenn ich nicht in den Freund mich einschließe, dann fühle ich nicht, dass ich überhaupt einen Verstand habe, dass ich ein Gefühl habe. Erst nachdem ich mich unter ihnen befinde, kann ich dann beginnen, mich zu fühlen wie denjenigen, der die Kräfte, die Gedanken besitzt, die Verlangen hat. Irgendwie die spirituell sind, dann werde ich mehr flexibler in meinen Gedanken und Wünschen. Darin verbirgt die ganze Sache, denn letzten Endes, was ich erlange in den Verbindungen zwischen den Freunden, das benutze ich auch im Spirituellen, nichts anderes. Außer was ich in den Verbindungen mit den Freunden erlange, gibt es nichts außer die Freunde. Alles ist im Maße des Aufstieges, wo er steigt auch weiter und weiter und hüllt, bis er sieht, dass nichts außer der Freunde gibt es. Die ganze Welt ist die Beziehung zwischen den Freunden. Und der Rest, überhaupt eine nichtige, materielle Welt, die man noch nicht mal betrachten soll und sich mit ihr beschäftigen soll. Man muss sie nur benutzen, um weiter aufzusteigen und sich mit den Freunden zu verbinden. Aber in diesem Zusammenhang, wenn der Schöpfer, da ist etwas, das uns zusätzlich enthüllt wird, oder auch ist er ein Teil der Verbindung? Der Schöpfer enthüllt sich als Ergebnis verschiedener Beziehungen zwischen den Freunden, wo ich dran lerne, was ist der Wille zu empfangen, was ist die Absicht des Gebens in Bezug auf die Absicht zu empfangen, verschiedene Arten der Verbindungen. Und aus dem Ganzen bildet sich bei mir die Möglichkeit, die Flexibilität, die innere Flexibilität beginnen zu fühlen. Also zu unterscheiden, zu trennen, das Geben und das Empfangen. So beginne ich mir vorzustellen, worin besteht denn meine Quelle, die höhere Kraft, das, was die Beziehungen zwischen uns formt. Insgesamt, der Bore ist, komme und sehe. Das heißt, das, was wir formen in den Beziehungen zwischen uns. Und sowohl von der guten als auch von der schlechten Seite, alles, was zwischen den Freunden passiert, das ist die Verknüpfung der Beziehungen aller mit allen. Und wir bauen dadurch eine Art Feld zwischen uns, kommen zu einer Art Einverständnis zwischen uns, genannt der Schöpfer. Wir enthüllen nicht ihn, immer enthüllen wir
Weil das ist immer über unser Sinnesorgan. Wir enthüllen das, was sich offenbart, in den Beziehungen zwischen uns. Das nennt sich, durch deine Handlung erkennen wir dich. Und es gibt keine andere Herangehensweise, ihn andersrum zu erlangen. Holland. Rav, Sie sagten, dass wir uns nicht mal uns selbst kennen. Heißt das, wir uns in den anderen, in den Freunden entdecken? Oder gibt es eine Notwendigkeit, uns selbst zu erkennen, welches außerhalb von uns existiert? No, was haben wir mit der Übersetzung? Man hört nichts. Irgendein Problem mit der Übersetzung? Gehen über zu Baltien, Baltikum 3. Holland, ihr seid als Nächste dran nochmal. Guten Morgen, vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich fühle diesen Weg seit langer Zeit, vor kurzem ich nicht verstehe, was ich hier mache. Ich sehe, dass ich stehe vor dem Zehner und ich bin nicht dazu imstande, mich einzubringen. Es erscheint, dass ich nicht fähig bin, darin einzutauchen. Und vielleicht ist die Frage dieser Handlung, ist dies der Schöpfer, weil er nicht möglich ist, dass er nicht fröhlich ist darüber, dass wir den Masom nicht überqueren, dass ich mich nicht einbringen kann in die Freunde mit all meinem Verständnis, ohne diese Kräfte? Zuallererst, alles, was mit uns geschieht, geschieht in unserem Verstand, in unserem Herzen, alles kommt vom Schöpfer. Er ist anwesend selbst darin. Es gibt niemanden außer ihm. Und nicht in der Form vom System oder nicht als Grund. Deshalb hier kann es auch keine Frage sein, ob das der Schöpfer macht. Das ist das eine. Das andere, wir müssen weitermachen. In jedem der Zustände, der Mensch, in dem er sich in einem Zustand befindet, versteht nicht, wo er steht, wo er ist. Das lernen wir an uns, Tag für Tag. Wo du in irgendeinem Zustand bist, es kann auch guter oder schlechter Zustand sein, verwirrter, auswegsloser, hilfsloser, egal was. Wir wissen nur eine, kennen nur eine Sache, dass wir weitermachen müssen. Das ist alles. Man muss weitermachen. Soweit, dass du nicht in der Lage warst zu machen. Geh schlafen, mach Augen zu, leg dich hin. Selbst oder weil du nichts tun kannst. Aber wenn du was tun könntest oder kannst, dann bringe dich ein in eine Art Verbindung, physische, spirituelle, in eine Verbindung mit den Freunden. Das ist am besten. Aber wenn du überhaupt nichts tun kannst, tue nichts außer bringe dich zum niedrigen Zustand eines Tieres, welches schlafen geht. Von hier an könnt ihr auch verstehen, müsst ihr auch noch eine Notwendigkeit unserer Welt verstehen, in der der Mensch arbeiten muss. Er muss sein materielles Leben organisieren und so weiter, weil alle spirituellen Zustände, zu denen er kommen muss, befinden sich in den Zuständen, wo er fällt und aufsteigt, weiß nicht, was er macht, verwirrt zwischen den Zuständen, was macht er dann? Deshalb leben wir auch in dieser materiellen Welt und hier haben wir viele
viel Arbeit im Materiellen. Unser Leben aufzubauen, Essen, Sex, Familie, Geld, Verehrung, Wissen, alles, was der Mensch hat, muss er muss organisieren, muss sein Haus organisieren, die Familie, Ehefrau, Ehemann, alles, was man braucht, um nicht nur in den spirituellen Zuständen zu sein, wir fallen auch in die materiellen Zustände runter und dann müssen wir in eine Welt der Handlung zurückfallen, in eine simple, einfache Welt, sich darin orientieren, bis wir wieder mal aufsteigen können zu den spirituellen Kräften. Gut. Wenn es möglich ist, die Frage weiter zu erweitern, also was ist dieses Bezeugnis, dass wir alles stabilisieren? Einfach weitermachen, nichts anderes. So wie der Ochs unter der Last steht, wie ein Pferd, welches hört, was man ihm sagt und macht's. Das ist alles. In solchen Fällen hast du nichts zu tun. Und erst dann verstehst du, dass du solche Beziehungen in der Gruppe bauen müsstest, damit diese dir helfen können. Wo um dich herum werden sie dann zu einer Art Druck, Zange, die dich bedrücken, drücken sich dich zusammen und zwingen dich weiterzumachen. Wenn das in der Gruppe nicht vorhanden ist, ist ganz schlecht. Die Gruppe muss sowohl unterstützen als auch antreiben, anstoßen. Holland. Ja, Raf, es ist entsprechend dieser Frage, die Sie zuvor gestellt haben. Wenn wir uns nicht selbst kennen, aber was wir sehen, ist, dass wir dieses größere egoistische Verlangen haben, die sich erheben. Und wir müssen dies balancieren, diese Notwendigkeit, dass wir uns an die Freunde anheften und dass wir uns nach vorne bewegen. Wie können wir dies tun? Dadurch, dass wir einander überzeugen, dadurch, dass wir einander ein Beispiel demonstrieren, was wir tun. Ich bekomme von oben nichts, von oben, über mir ist die Gruppe. Und wenn ich mich an den Schöpfer wende, statt der Gruppe, das ist falsch. Das entspricht auch nicht meinem Zustand, sondern gerade in meinem Zustand muss ich mich hinwenden an die Gruppe und mit Hilfe der Gruppe vorankommen. Raf, Sie sagten, dass wenn wir uns selbst nicht kennen, gibt es die Notwendigkeit, dass wir erkennen, wer ich bin, was meine Natur ist hier, alles, durch was ich hindurchgehe, in dieser Gesellschaft, durch mich selbst. Gibt es diese Notwendigkeit? Bedürfnis dran, Notwendigkeit dran gibt es, weil man muss mit dem Kopf arbeiten, aber wir haben im Moment nicht mit nichts anderem zu arbeiten. Und man kann nur mit Hilfe einer Handlung was tun, nur mit Hilfe einer Handlung. Durch die Handlung erkennen wir dich, so steht es geschrieben. Nur durch deine Handlung mit den Freunden, erst nachdem du arbeitest und versuchst, irgendwie aufzusteigen vom Fall, vom Sturz, dadurch, durch die Anstrengung, nicht durch den Verstand, durch die Anstrengung, dich zu verbinden, neben ihnen zu sein, etwas durch die Verbindung zu empfangen für dich, beginnst zu verstehen, wo bist du gefallen und was erreichst du. Ich kenne dich, du liebst mit dem Kopf zu arbeiten, aber das hilft dir nicht. Die hilft nur das eine, möglichst mehr verbunden im Zehner zu sein. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht nach einer bestimmten Zeit. Aber insgesamt können auch 10, 20, 30 Jahre vergehen, bis der Mensch sich überzeugt, dass sein spirituelles Vorankommen hängt nur von der Kraft seiner Verbindung mit den Freunden ab. Ungarn, Polen.
Danke, Rav. Also, wir setzen fort mit diesen Handlungen und der Verbindung unter uns zu bilden, aber das ist nicht genug. Wir suchen nach etwas, das zusätzlich ist, ein Gefühl. Also wie können wir den Schöpfer hier herausdeuten, dass man sagt, diese Freunde zu unterstützen? Den Schöpfer kannst du dir nicht vorstellen. Du musst die Empfindung in den Beziehungen zwischen euch vorstellen, in der Gruppe. Und dann durch eure Verbindung in der Gruppe enthüllt ihr den Schöpfer, wie die Kraft, die euch verbindet, die Kraft, die zwischen euch ist. Aber du sagst, dass du einfach von der Verbindung flüchten möchtest zum Schöpfer. Du denkst, ich lasse die Freunde weg und dann erhebe mich zum Schöpfer. So klappt es nicht. Andersrum. Wann enthüllst du den Schöpfer, enthüllst du ihn in den Verbindungen zwischen den Freunden. In dem Ausmaß, wie die Verbindung zwischen den Freunden sich verwandeln wird in eine mehr gefühlsvolle, mehr mit Leben gefüllt. Und dementsprechend enthüllst du auch ihn. Wir müssen noch einmal verstehen, nicht vergessen, dass all unsere Arbeit besteht in dem Formen des Systems Adam Rishon. Das nennt sich auch durch deine Handlung erkennen wir dich. Wo je mehr wir die Beziehung zwischen uns formen im System, dadurch erlangen wir auch den Verstand, der im System eingeschlossen ist. Wo durch das System, was wir wieder zusammen sammeln, spüren wir Quelle des Systems, den Schöpfer darin, derjenige, der das System erschuf und warum er das System zerbrechen will. Dadurch, dass wir uns wieder sammeln, können wir auch ihn erlangen, seine Absicht und so weiter. Alles erlangt man durch den Bau vom System. Also, deshalb können wir das gar nicht vermeiden, flüchten davon. Und je mehr wir diese Steine zusammenstellen, wie man Haus baut, dann müssen wir auch zum Zustand kommen, wo wir ihn verstehen, seine Absicht verstehen, sein Ziel verstehen, alles dadurch, was wir bauen, wo es bei uns klappt oder nicht klappt. Und das, was bei uns klappt, mehr oder weniger, langsam kommen wir zu seiner Absicht, zu seiner Richtung. Und das nennt sich, durch deine Handlung erkennen wir auch dich. Wo wir nicht den Schöpfer irgendwo enthüllen, wir enthüllen ihn in unserem Bau selbst, in den Verbindungen zwischen uns. Das Wesen der Verbindungen zwischen uns ist der Schöpfer selbst, Türkei 1. Good morning, Rav. My friend is asking, what is the first step? Guten Morgen, Rav. Mein Freund fragt, was ist der erste Schritt, um in dieses spirituelle Meer einzusteigen? Die erste Stufe, der erste Schritt, den Zustand, in welchen wir eintreten müssen, liegt darin, dass wir umsetzen, was Rabash uns schreibt über die Gruppe. In der Spiritualität gibt es nicht solch eine Sache, dass ich durch diese Dinge hindurchgehe und ich vergesse dies. Ob es wie in der Schule ist oder der Universität, ich beende dies und das ist alles, ich vergesse dies bereits und ich setze fort. Es gibt nicht solch eine Sache. Hier sehen wir, dass wir ständig tiefer eindringen darin. Also was ich lerne im ersten Unterricht. Im zweiten Unterricht studiere ich dies tief und im dritten Klasse sogar noch tiefer. Ich trete immer mehr tiefer ein und das ist, warum es genannt
Geduld für die innere Arbeit, dass wir tiefer und tiefer eindringen in dieses System der Schöpfung, um es kennenzulernen mehr und mehr. Und je tiefer wir eindringen in diese Schöpfung, darin entdecken wir mehr und mehr den Verstand und die Absicht, die Gründe des Schöpfers. Und dadurch beginnen wir ihn zu erkennen. Das ist, wie es vonstatten geht. Okay? Okay, okay. Nun, Gilad, vielleicht sollen wir was lernen. Wir lesen Ausdruck Nummer 45. Der Mensch muss sich selbstständig eingehend prüfen, ob seine Tora und seine Arbeit nicht in die Tiefen des Abgrunds absteigen. Dies ist so, da die Größe des Menschen an seinem Maß an Dvekut, an den Schöpfer, gemessen wird, was im Maß seine Annullierung vor dem Schöpfer bedeutet. Mit anderen Worten, die Selbstliebe ist keiner Erwähnung würdig, sondern man wünscht sich, sein Selbst vollständig zu annullieren. Denn bei jemandem, der arbeitet, um zu empfangen, entspricht das Maß der Größe seines Selbst dem Maß seiner spirituellen Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt wird er zu einem Wesen einer eigenständigen Existenz und zu einem getrennten Teil, und es ist schwierig für ihn, sich vor dem Schöpfer zu annullieren. Wenn der Mensch jedoch arbeitet, um zu geben, und wenn er seine Arbeit abschließt, was bedeutet, dass er seine gesamten Gefäße des Empfangs für sich selbst von dem, was er von der Wurzel seiner Seele her besitzt, korrigiert hat, dann hat er nichts mehr in der Welt zu tun. Daraus folgt, dass man nur an diesen Punkt denken und sich lediglich darauf konzentrieren sollte. Das bedeutet, dass wir, was wir tun, liegt darin, dass wir ständig in allen Stufen versuchen, durch welche wir hindurchgehen, und wir lernen, dass es 5 Welten gibt. Und in diesen 5 Welten, in jeder von ihnen, gibt es 5 Parts of Fame. Und wir haben 5 Sephirot, zusammen 125 Stufen. Das heißt, in jeder Stufe. Und darin tauchen wir immer tiefer ein in der Verbindung unter uns. Und wie sonst können wir verbunden sein? Mit welchen zusätzlichen Kräften können wir Gedanken, den Absichten, wie können wir, was noch? Wie können wir andererseits verbunden sein? Aber die Arbeit liegt darin, dass wir ständig versuchen, in dieser Richtung der Verbindung. Und das ist, worauf wir Aufmerksamkeit schenken müssen, bis wir wie eine Einheit sein werden, bis wir uns selbst sehen, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir einander verbunden sind. Und natürlich liegt das nicht in unseren egoistischen Verlangen, aber indem wir im Geben sind, in der gegenseitigen Unterstützung, und dann werden wir voranschreiten. Das ist, wie wir voranschreiten werden. Das ist unsere ganze Arbeit. Nicht, dass wir aus der Gruppe abfallen, nicht aus der Verbindung, und alles, was wir studieren, sollten wir dies sehen, diese Komponenten, also die Komponenten der Verbindung und selbst in einer vergrößernden Verbindung mehr und mehr im Inneren, im Innerlichen, dass es nicht um Menschen geht, sondern wir beginnen mehr und mehr zu fühlen, was dieses System an sich selbst ist, dass wir miteinander verbunden sind. Und auf diese Weise werden wir voranschreiten. Es gibt ja keine andere Wahl, aber nur auf solche eine Weise, dass wir werden wir fähig sein, die Wahrheit zu erkennen. Mark Nummer 6. Es gibt ein Gefühl,
dass man mit den Freunden verbunden ist. Was macht man in dieser Zeit? Das müsst ihr unter euch selbst klären. Italia Nummer 4. Buongiorno. Guten Morgen, Raf. Welcher Unterschied gibt es zwischen dem Erreichen der spirituellen Stufe und dem, dass man den Maxom, die Grenze, durchquert? Es gibt der Maxom, die Grenze, ist der gleiche Zustand, nach welchem wir beginnen, mehr die Verbindung unter uns auf spirituelle Weise zu fühlen. Das ist alles. In dem Ausmaß, wo wir versuchen, wo jeder versucht, sich sein Selbst zu annullieren, hin zu den Freunden. Und dann entsprechend dem werden wir mehr und mehr uns einander annähern, bis wir beginnen zu sehen, dass es hier diesen Kontakt, diesen Punkt des Kontaktes gibt unter uns. Und dies wird genannt, dass wir den Masson überqueren. Und es gibt Zustände, wo wir getrennt sind voneinander. Und es gibt Zustände, wo wir verbunden sind untereinander. Also diese Grenze unter ihnen, das wird Masson genannt, die Grenze. Unity Nummer 2. Okay, gut. Hebräisch Nummer 10. Welcher Unterschied ist zwischen dem Machsom durchzuqueren und Ibur durchzumachen? Das kann man tatsächlich sagen, dass dies das Gleiche ist. Sicher gibt es Stufen in Ibur und besondere Verbindungen. Ibur ist bereits eine besondere Form der einzigartigen Verbindung unter den Freunden. Und durch dies entdecken wir das Wesen der Verbindung unter uns, welches der Schöpfer ist. Also es ist eine bestimmte Form der Verbindung gegenüber dem Schöpfer, ohne diese Klärungen, die es bisher noch nicht gibt. Aber das ist nicht desto weniger eine bestimmte Form der Verbindung. Mit Artikel Nummer 35. Guten Morgen, Raffinder. Welche Prüfung muss ich denn machen, um nicht von der Stufe abzustürzen, so dass meine Torah setzt fort, auf der Stufe zu bleiben? Du versuchst dich nicht zu entfernen, zu trennen von den Freunden, von der Verbindung. Tschechoslowakei Nummer 1. Good morning, Ralf. Please, if friends are created, should I constantly see... Guten Morgen, Ralf. Wenn die Freunde der Schöpfer ist, muss ich sie immer sehen? Nicht klar. Die Freunde sind nicht der Schöpfer und du sollst hier nicht verwirrt werden. Hier, du solltest damit dies behandeln, was wir lernen. Also die Freunde sind nicht der Schöpfer. Die Freunde sind das Gefäß, durch welches wir dadurch, durch welches ich, wenn ich vor ihnen stehe, wie Gefäße, das welche ich habe, aber wenn ich vor ihnen stehe, beginne ich eine besondere Art des Gebens vom Schöpfer zu erhalten. Aber das heißt nicht, dass der Freund der Schöpfer ist. Und auch Freunde sind nicht ich. Aber wenn ich mich zu ihnen beziehen kann, auf eine besondere Weise, dann kann ich durch sie entdecken, was meine Verbindung mit dem Schöpfer bedeutet. Das ist alles. Nur auf solch eine Weise. Hier, das ist, was wir sagen und nicht, was du denkst. Das ist, was geschrieben steht. 46. Ausdruck. Der Mensch hat keine Macht, gegen die Natur vorzugehen. Und unser Weisen sagt denn darüber, wer kommt, um zu reinigen, dem wird geholfen, so dass er den Willen der anderen widerrufen kann. Mit anderen Worten, alle Verlangen, die im Körper erwachen und sich dagegen wehren, dass er die Fähigkeit hat,
sich auf das Verlangen zu geben einzulassen. Das tut der Schöpfer. Mit anderen Worten, der Schöpfer gibt ihm die Fähigkeit zu widerrufen. Es wurde gesagt, Zitat, so dass er den Willen der anderen vor deinem Willen widerrufen wird. Zitat Ende. Du willst dich auf das Verlangen zu geben einlassen, aber du kannst es nicht. Deine Belohnung wird sein, dass du Hilfe vom Schöpfer empfängst. Noch einmal. Noch einmal 46. Der Mensch hat keine Macht, gegen die Natur vorzugehen. Unser Weisen sagten darüber, Zitat, wer kommt, um zu reinigen, dem wird geholfen, Zitat Ende, so dass er den Willen der anderen widerrufen kann. Mit anderen Worten, alle Verlangen, die im Körper erwachen und sich gegen wehren, dass er die Fähigkeit hat, sich auf das Verlangen zu geben einzulassen. Der Schöpfer tut dies. Mit anderen Worten, der Schöpfer gibt ihm die Fähigkeit zu widerrufen. Es wurde gesagt, Zitat, so dass er den Willen der anderen vor deinem Willen widerrufen wird, Zitat Ende. Du willst dich auf das Verlangen zu geben einlassen, aber du kannst es nicht. Deine Belohnung wird sein, dass du Hilfe vom Schöpfer empfängst. Okay, das heißt, um zu empfangen, diese Unterstützung vom Schöpfer bedeutet, das ist die Belohnung. Italien Nummer 4. Rabbi, che cosa vuol dire affinché egli annulli il desiderio degli altri prima del suo desiderio? Was bedeutet, dass er den Willen der anderen widerrufen wird, bevor er seinen Willen annulliert? Wir bitten vom Schöpfer, unsere Egos zu annullieren, dass wir fähig sein werden, uns zu verbinden, mich mit den Freunden, durch diese Verbindung mit den Freunden, dass ich mich dadurch mit dem Schöpfer verbinde. Das ist alles. Das ist, worum ich bitte. Für ihn, dass er mir hilft, um die Verbindung zu erreichen. Und wie es geschrieben steht, von der Liebe des Schöpfers zu der Liebe des Schöpfers. Das ist, wie es geschrieben steht. Okay, Moment, wir haben Türkei Nummer 4. Good morning, Graf. Good morning, Kurt Klee. A question from my turn. Guten Morgen, Graf. Guten Morgen, das Weltklee. Die Frage von meinem Zehner. Wie kann ich mich selbst prüfen, ob ich mich ausreichend vor dem Zehner annulliere? Wie kannst du dies prüfen, ob du dich selbst annullierst, vollkommen gegenüber dem Zehner? Das ist so, wie Rabash dies schreibt in den sozialen Schriften. So sehr viele Nullen du vor dich stellst oder hinter dich bringst, so sehr wie du dich selbst verringerst gegenüber den Freunden. Und hier sehen wir, müssen wir sehr vorsichtig sein, dass du dich selbst verringerst, verminderst gegenüber den Freunden. Und wenn du dies tust, dann ist dies... Entschuldigung, ich weiß nicht, ich habe viele Gedanken jetzt. Okay, ich entschuldigt, ich kann mich gerade nicht richtig konzentrieren. Die Kraschuf. Okay, wir lesen nochmal.
Okay, wir sind in 46. Ja, 46. Der Mensch hat keine Macht, gegen die eigene Natur vorzugehen. Unsere Weisen sagten darüber, wer kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen, so dass er den Willen der anderen widerrufen kann. Mit anderen Worten, alle Verlangen, die im Körper erwachen und sich dagegen wehren, dass er die Fähigkeit erlangt, sich auf das Verlangen zu geben, einzulassen, das macht der Schöpfer. Mit anderen Worten, der Schöpfer gibt ihm diese Fähigkeit zu widerrufen. Es wurde gesagt, Zitat, so dass er den Willen der anderen vor deinem Willen widerrufen wird. Zitat Ende. Du willst dich auf das Verlangen zu geben einlassen, aber du kannst es nicht. Und das wird deine Belohnung sein, die du als Hilfe vom Schöpfer empfängst. Und so, was hat unser Freund gefragt? Von der Türkei Nummer 4? Er fragte, es verwirrt, den Willen der anderen widerrufen. Es scheint ihm, das ist der Wille, die Verbindung stört. Ja, natürlich innerhalb des Menschen. Aber kann man, wenn man das buchstäblich versteht, was heißt die Willen der anderen? Nein, der Mensch ist eine kleine Welt und er hat die Möglichkeit, sich zu identifizieren, dass es vom Schöpfer kommt und die anderen verlangen, sie befinden sich im Menschen. Deshalb muss er sich selbst auf solch eine Weise positionieren, dass er angeheftet ist zum höheren Verlangen, welches vom Schöpfer kommt, entsprechend seinen Verlangen. Gedachtig war Nummer 3. Wie kann ich mich selbst prüfen, ob ich ausreichend mich vor dem Freund annulliere? Das ist eine Form der Gefühle, mein Lieber. Du bist kein Instrument und von jedem Instrument erhältst du diesen Bericht. Also in dem Ausmaß, wie du die Freunde fühlen und empfangen kannst und verbunden sein kannst zu ihnen, wie sehr du dich verneigen kannst vor ihnen, dann bist du dazu imstande, deine Beziehung zu ihnen zu empfinden. Woher weiß ich, dass ich keine Fehler mache? Ich glaube, ich bin echt verwirrt in Bezug auf den Begriff die Verbindung, die Annullierung. Wenn du die fortsetzt, was diese Erniedrigung, diese Verneigung ist, dann bist du, da erhältst du das Werkzeug, um abzuwägen, in welchem Zustand du dich befindest. Also es gibt nichts anderes, was du hier tun kannst, alles nur entsprechende Handlungen aus der Erfahrung. Unity Nummer 2. Wenn ein eingespannter Zustand zwischen uns enthüllt, was ist der Unterschied, wenn ich für den Zehner bitte und wenn wir gemeinsam für den Zehner bitten, für die Verbindung? Es gibt die individuelle Arbeit und es gibt die Gruppenarbeit. Also das heißt, warum jeder für den Zehner für die Verbindung bitten muss, um eins zu sein im Herzen. Und damit musst du fühlen, dass du zum gleichen Verlangen gelangst, wo jeder dafür bittet, eingeschlossen zu sein in ein gemeinsames Verlangen. Also es gibt hier die individuelle Arbeit des Menschen und die Arbeit des Zehners. Und jedes Mal, wenn wir diese persönlichen Verlangen sammeln, um einander zu unterstützen, um das Verlangen, das integrale Verlangen, worin sie eingeschlossen sind, als die Summe der individuellen Verlangen. Kapio 4. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Warum die Antwort vom Schöpfer kommt nicht in dem Moment, wenn wir um Hilfe bei ihm bitten? Weil wir nicht bereit sind, dies zu hören. All die Fragen und die Antworten, alles, was es hier gibt,
Dies befindet sich in diesem spirituellen Plan. Es gibt nichts Neues. Und alles, sogar eure Fragen, die ihr hier stellt, auf einer neuen höheren Stufe bis zum Ende der Korrektur, sie auch befinden sich in diesem Feld, welches sich zwischen uns befindet und vor uns liegt. Aber wir enthüllen es jetzt nicht. Wir sehen dies nicht, weil entsprechend unseren Anstrengungen und Bemühungen entdecken wir, dass all diese Zustände nur der Unterschied darin liegt, in dieser Geschwindigkeit ist, wie wir dies enthüllen und in welcher Art werden sie enthüllen. Ob es auf eine gute Weise oder eine schlechte Weise geschieht, aber die Tatsache, dass es alles bereits dort gibt, bis zum Ende der Korrektur, das ist bereits vorbestimmt, dass alles absteigt von der Perfektion zur Unreinheit von oben nach unten. Und wir kehren nur diesen Weg um, damit wir zu gleichen Zuständen gelangen, von unten nach oben, dass wir es umkehren, wie unser Abstieg von oben nach unten. Und es ist abhängig von unserer Anstrengung, in welcher Art und Weise wir diesen Aufstieg wiederherstellen, wie intensiv wir dies durchführen und auf welche Weise wir dies fühlen. Und das machen wir Stufe für Stufe. Und wir schreiten dadurch voran. Und diese Frage, die wir uns selbst stellen und wo wir wirklich wieder beginnen zu strauchen, zu stolpern, und sie existieren bereits, denn sie sind dafür da, damit wir jeden Zustand klären auf dem Weg. Moskau Nummer 7. Danke, Graf. Wie ist es methodisch und richtig überhaupt, versuchen, Machsom zu überqueren? Also, wir lesen bei Rabash, beim Baal Sulam als die Antwort. Wir sind schon seit 20 Jahren dabei, Machsom zu überqueren. Kannst du erklären, was dies ist, den Machsom zu überwinden? Wo in dir, in deinem Herzen entsteht diese Frage, wo ist diese Grenze? Wie kannst du dein Herz annullieren, um dies zu zeigen? Der Machsom liegt zwischen unter uns, also wenn du dich nicht verbinden kannst, in euren Herzen. Und wie ist dies möglich? Durch die Tatsache, dass du versuchst, dich zu verbinden und diesen Aufschrei und zu bitten vom Schöpfer, wie meine Söhne mich besiegt haben, dass wir diese Kraft dadurch erlangen, diese Kraft, den Massum zu überwinden. Mit uns, mit diesem Druck auf ihn, den wir ausüben, durch uns, damit wir den Druck auf unser Ego ausüben, auf solch eine Weise, können wir den Massum überqueren. Also es liegt nicht darin, es ist nicht eine Form des 10 oder 20 Jahre. Ja? Sie hatten mir mal gesagt, durch diesen Nadelohr zerbricht sich diese eiserne Wand durch das Bestreben der Herzen der Freunde zueinander zum Ziel. Geschieht das? Macht das das Licht? Entsprechend unserer Einladung, unserer Bitte und Forderung, das geschieht von meiner Seite aus. USA Nordost. Vielen Dank, Rav. Ob ich Chisaron der Freunde sehen kann, entsprechend deren Anstrengungen, deren Worten, das, was sie demonstrieren, zeigen, in Bezug auf ihren Chisaron. Man sagt, wir müssen deren Bedürfnisse zum Schöpfer vorstellen. Wie kann man diese Entwicklung beschleunigen?
Ich kann dir nicht sagen, was hier zu tun ist. Du musst alles tun, was in deiner Kraft, in deinen Händen liegt, und dann wirst du dies erreichen. Du siehst, was wir, wie viel wir lernen, alles, was wir lernen, ist dafür da, uns selbst auszurichten, zu konzentrieren, alle zusammen, und nur für einen Zustand, damit wir diese Grenze überwinden, bis im Bereich zwischen der irdischen Welt und der Spiritualität. Das ist alles. Tschechoslowakei Nummer 3. Dear Raf, is it possible to use the power of those desires away from connection to achieve the desire to bestow? Lieber Raf, ist es richtig, die Kräfte zu benutzen des Verlangens, die den Mensch vom Verlangen zu verbinden abstoßen? Ja, natürlich müssen wir das genauso tun. Petartikwa 31. Wie sieht man in unserer täglichen Wirklichkeit Beispiele des Schöpfers, die Handlungen des Gebens, um ihn zu erlangen? In unserer Wirklichkeit sehe ich überhaupt nichts. In unserer Wirklichkeit sehen wir nur vergrößernde Probleme, die zur Menschheit gelangen. Und diese Schwierigkeiten, dieser Druck, diese Schläge, sie kommen daher, sie kommen mehr und mehr auf eine genauere Art und Weise, wo die ganze Menschheit mehr leiden wird wie ein Körper. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir voranschreiten hin zur allgemeinen Korrektur. Feuer, die Fluten, die wir sehen, alle Arten von zusätzlichen Problemen. Dies alles wird dafür sein, diese ganzen Schwierigkeiten, sie kommen zur ganzen Menschheit, ja? Durch solche Fälle kann man auch den Schöpfer erlangen, dadurch, was wir sehen. Nein, von diesen Dingen können wir nicht den Schöpfer erkennen. Wir können ihn nur durch das Gute erreichen, was wir tun. 46, ja? 46, sind wir schon durch? Okay, also 47. Damit der Schöpfer den Willen der anderen aufheben kann, das heißt, den Willen zu empfangen, der Wille der anderen und nicht der Heiligkeit ist, muss der Mensch zuerst diese Arbeit beginnen und dann gibt ihm der Schöpfer die dafür notwendige Hilfe. Dies ist so aus dem bekannten Grund, dass es kein Licht ohne ein Kli, ein Gefäß gibt. Das heißt, nichts kommt von oben, wenn es nicht unten ein Verlangen gibt. Denn das Verlangen heißt das Bedürfnis danach. Das ist die Bedeutung dessen, was unsere Weisen sagten, widerrufe deinen Willen, das heißt, den Willen zu empfangen vor seinem Willen, das heißt, vor dem Willen des Schöpfers. Denn der Wille des Schöpfers ist zu geben. Dann, wenn du anfängst, wird sich entsprechend der Arbeit, die du geben wirst, um den Willen zu empfangen, zu widerrufen, in diesem Ausmaß das Bedürfnis bilden, den Schöpfer zu bitten, dir zu helfen. Und dann empfängst du ein vollständiges Verlangen und Bedürfnis nach seiner Hilfe. Italien Nummer 3. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Come posso cambiare la sensazione di distanza e di essere rotto? Vielen Dank, Graf. Vielen Dank für die Gelegenheit zu fragen. Wie kann ich die Empfindung der Trennung, der Entfernung ersetzen und zum Gefühl der Vollkommenheit kommen? Das ist, was wir lernen. Das ist entsprechend so sehr, wie ich voranschreite, indem ich mein Verlangen zu empfangen ersetze durch das Verlangen zu geben. Zafon Nummer 2.
Welche spirituellen Anzeichen gibt es in der Verbindung der Herzen? Was? Welche Anzeichen, Symbole der Verbindung der Herzen gibt es? Was sieht man? Dass wir uns alle fühlen in einem Herzen. Du kannst dies nicht erklären, du kannst es nur durch das Gefühl empfinden. Und dieses Gefühl wird dir nicht im Verstand gegeben, sondern nur in den Gefühlen. In unserem Intellekt können wir nur einander unterstützen, wo wir einander Ratschläge geben, wie wir unsere Gefühle verbinden. Aber wenn wir uns verbinden und diese Phänomene, diese Zeichen fühlen und spüren, dann gibt es dies nur im Gefühl und nicht im Verstand. Merkaszentrum Nummer 1. Warum in jeder Handlung, die wir tun müssen, braucht man unseren Unerfolg und die Bitte, dass der Schöpfer hilft? Das ist, was wir die Erkenntnis des Bösen nennen, wo wir entdecken, was die ganzen Eigenschaften sind, die in uns sich befinden, wie sehr diese nicht erfolgreich sind, nicht fähig sind, uns zur Korrektur zu führen, zur Verbindung zu führen, zu dieser Erlangung zu führen, weil wir alle uns in diesem bösen Trieb im Zerbruch befinden. Und daher ist unsere ganze Bemühung darin, dass wir erkennen, dass wir zunächst imstande sind und wir wenden uns an den Schöpfer und bitten von ihm um die Kraft der Verbindung. Und in dieser Kraft der Verbindung entdecken wir zuerst die Einheit mit dieser Einheit der Arbeit des Schöpfers. Aber warum jedes Mal braucht man hier einen Unerfolg und eine Ansprache, Hinwendung an den Schöpfer? Warum muss man sich dazu bringen, um das zu verstehen? Du kannst nicht eine Sache tun mit deinem Verstand, mit deinem Intellekt. Das höre ich viele Male von dir. Also warum ist dies nicht genug von dir? Warum ist dies so für dich? Jedes Mal wieder beginnst du und du stolperst und du strauchelst über die gleichen Dinge, weil wir mit den Gefühlen arbeiten, nicht mit unserem Verstand. Und deshalb mit einem Verlangen kannst du so klug sein, wie du willst. Du kannst Dinge schreiben, solche klugen Dinge schreiben, aber mit dem Gefühl, in dem Gefühl wird es nicht funktionieren. Solange du nicht dies tust, wirklich mit diesem, innerhalb dieses Systems der Verlangen, worin du dich befindest. Und das ist, womit wir arbeiten. Deshalb ist es, warum es so lange dauert und so viel fremde Kraft einfordert der Gruppe und die Kraft des Schöpfers bedarf. Und wir werden übergehen zum nächsten Teil. Ticha. Wir singen ein Lied zusammen. You and me, right here and now, we are holding you up. We shall do and we shall hear. That's all we know, there's none else besides him, and we won't let go. How this
Guten Morgen, wir lesen auf der Seite 163 im hebräischen Buch die Werke von Baal Solam, Einführung in die Weisheit der Kabbalah, Punkt 12. Ja, wir werden fortsetzen und dann könnt ihr Fragen stellen und wir werden auch am Ende eine Zusammenfassung durchführen. Punkt Nummer 12. Okay, wir werden fortsetzen und eine Zusammenfassung von Zeit zu Zeit machen. Bitte sehr. Punkt 12. Es ist wichtig zu begreifen, dass die Essenz jeden Geschöpfers und der gesamten Schöpfung einzig und allein das Verlangen zu empfangen ist. Alles außerhalb dieses Rahmens ist nicht Teil der Schöpfung, sondern bezieht sich auf das Wesen des Schöpfers Atzmuto. Weshalb betrachten wir dann das Verlangen zu empfangen als etwas Grobes, Aviut, abscheulich, Schlechtes und der Korrektur Bedürftiges, so dass wir angehalten sind, es mit Hilfe der Tora und der Gebote zu reinigen. Und tun wir das nicht, sind wir nicht in der Lage, das letztendliche und oberste Endziel, den Plan der Schöpfung, zu erreichen. Der Schöpfer hat den verdorbenen Trieb erschaffen, einen verdorbenen, wie die Kabbalisten uns erklären, durch welches wir nur Probleme fühlen, Schwierigkeiten in unserer Existenz. Und warum müssen wir dies korrigieren? Und warum müssen wir dies durch uns selbst korrigieren? Also von was ist diese Korrektur abhängig? Warum macht er dies? Also was geschieht hier mit uns, dass wir dies korrigieren? Über all diesen Dingen müssen wir dies klären und darüber sprechen. Und auch, ist das nicht klar, so sehr, wie diese verdorbenen Verlangen wichtig sind. Denn dies ist das, was der Schöpfer kreiert hat, all diese bösen Dinge. Er hat diese Sache erschaffen und das ist wirklich so. Das ist wirklich auf diese Weise, dass der Schöpfer nichts erschaffen hat, außer dem bösen Trieb. Und obwohl es uns erscheint, dass es sehr grob ist, hat er den bösen Trieb erschaffen. Ja. Und das ist, warum es genannt wird, die Schöpfung. Das heißt, Barbria, jemand außerhalb des Schöpfers. Okay, gut. Es gibt keine Fragen, die die Freunde haben. Und wir setzen fort, Punkt Nummer 13. Punkt 13. So wie materielle Objekte durch Abstand und im Raum voneinander entfernt werden, so entfernen sich spirituelle Objekte durch ihre unterschiedliche Form voneinander. Etwas Vergleichbares existiert so auch in unserer Welt. Wenn beispielsweise zwei Menschen ähnliche Ansichten vertreten, so mögen sie sich, und keine räumliche Entfernung kann ihre Sympathie füreinander beeinträchtigen. Und umgekehrt, wenn ihre Absichten völlig voneinander abweichen, hassen sie sich. Und die räumliche Nähe wird diese beiden nicht im geringsten näher bringen. Also trennen und entfernen die Meinungsverschiedenheiten die Menschen voneinander. Und ähnliche Ansichten bringen sie zusammen. Und wenn zum Beispiel die Menschennatur des einen, der eines anderen absolut diametral entgegengesetzt, fühlen sich diese Menschen so voneinander entfernt wie Ost von West. Dasselbe gilt auch in den spirituellen Welten. Gegenseitige Entfernung, Annäherung, Verschmelzung und Einheit, diese Prozesse ereignen sich ausschließlich gemäß
unterschiedlicher bzw. ähnlicher inneren Eigenschaften der spirituellen Objekte. So trennen sie sich je nach Unterschiedlichkeit der Form, während ihre Ähnlichkeit sie aneinander annähert und miteinander verschmelzen lässt. Dadurch muss man verstehen, dass das Verlangen zu empfangen das Hauptelement und das verbindliche Gesetz des Geschöpfes ist, denn es ist der wesentliche Kern eines Geschöpfes. Es ist gerade das Kli, das notwendig und geeignet ist, den Zweck zu verwirklichen, der im Schöpfungsgedanken beinhaltet ist. Und das Verlangen zu empfangen des Geschöpfes ist darum vom Schöpfer völlig getrennt worden, da der Unterschied der Form zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer bis zu seinem Gegensatz gelangt. Denn der Schöpfer ist das absolute Verlangen zu geben und in ihm steckt nicht einmal eine Spur des Verlangens zu empfangen. Und das Geschöpf ist das absolute Verlangen zu empfangen und in ihm steckt nicht einmal eine Spur des Verlangens zu geben. Es ist unmöglich, sich einen größeren Kontrast vorzustellen. Daher ist es unumgänglich, dass diese Gegensätzlichkeit der Form das Geschöpf vom Schöpfer trennt. Gut, also Ashkelon 3, bitte. Dankeschön. Nach dem Prinzip der Angleichung der Form, wenn alle böse sind, dann müssen alle in Angleichung, in Verschmelzung sein, obwohl sie weit sind vom Schöpfer. Raff. Der wieder zu empfangen, stößt doch alle voneinander ab. Student, wir haben gelesen, dass die Angleichung der Form, dass wir in unseren Eigenschaften gleich sind, Raff. In den Eigenschaften sind wir gleich. Jeder hat seinen Willen zu empfangen. Aber weil der Wille bei jedem anderen anders ist, ist keiner dem anderen gleich und alle sind voneinander weit entfernt. Dankeschön. Fokusgruppe, bitte. Wir sind, wenn wir in absolutem Gegensatz sind, wie können wir diese gegensätzliche Form kennenlernen? Raff, wir erkennen alles von seinem Gegensatz. Wir können nicht etwas für sich selber erkennen. Also, du musst diese Form auch kennen und keiner kann eine Erscheinung der Form erkennen, egal wie sie ist. Wir können nur erkennen, messen, nur gegenüber der gegensätzlichen Form, ob sie ähnlicher, näher sind oder entgegengesetzt sind, nur auf diese Art und Weise. Student, aber wenn der Wille zu empfangen, den Willen zu geben, völlig entgegensetzt ist, wo kann der Wille zu empfangen, den Wille zu geben, erkennen? Wenn wir nicht das Verlangen zu empfangen klären und erkennen, haben wir kein Verlangen zu geben. Und deshalb können wir dies nicht, überhaupt nichts identifizieren. Und das ist alles. Wir lernen, dass unser Verlangen zu empfangen Genuss erhält. Dadurch beginnen wir, danach beginnen wir, Leid zu erfahren, warum wir beginnen uns zu fragen, warum wir leiden. Wir beginnen zu enthüllen, dass unser Verlangen zu empfangen uns dieses Leiden bringt. Und danach beginnen wir zu suchen, womit wir anfangen können. Vielleicht verändern wir dies, etwas kleiner machen, dass wir dies verringern können, dass wir weniger leiden und einen Zustand erreichen, dass wir überzeugt werden, dass wir das Gute erreichen, dass es möglich ist, nur durch das Geben.
und dies wird genannt, geben, um zu empfangen. Und von diesem Punkt erlangen wir auch dieses Geben, dieser Absicht des Gebens und auch zu empfangen mit der Absicht des Gebens. Also wir haben vier Stufen der Veränderung in uns, durch welche wir hindurchgehen müssen. Tel Aviv Nummer 2. Guten Morgen, Rav. Wir sprechen hier über die Angleichung der Form und ich wollte fragen, was ist die Form? Was ist die Form des Verlangens in der Spiritualität? Was ist Form? Was ist das? Form ist eine sehr allgemeine Form. Hier ist das Form, ist das ein Ausdruck? Kiew, bitte. Да, дорогой Раф, так а если ничего не создано, кроме желания получать им, но не враг клюм. Wenn nichts geschaffen wurde, außer das böse Verlangen zu empfangen, wie können wir uns dann dem Schöpfer annähern? Raf, wenn wir nur im Willen zu empfangen wären, natürlich würden wir niemanden empfinden, würden einer den anderen nicht empfinden, fühlen. Aber wenn wir trotzdem uns in irgendeinem Kraftfeld des Einflusses des Schöpfers befinden, sehr schwach, aber trotzdem befinden wir uns in diesem Gefühl. Also, dann müssen wir klären, in welcher Entfernung oder Nähe wir voneinander sind, das trotzdem im Willen zu empfangen, weil der Wille zu geben zwischen uns, der arbeitet verhüllt nach der Rückseite und auch im Willen zu empfangen, können wir nichts empfinden. Wir fühlen uns abgelöst, abgetrennt, wir fühlen einer den anderen nicht. Und deshalb, was der Schöpfer geschaffen hat, von Anfang an, hat er den korrigierten Willen zu empfangen geschaffen, zu empfangen, um zu geben bei der Endkorrektur. Und er hat es zerbrochen, um uns die Gelegenheit zu geben, die ganze Schöpfung zu erlangen, von Anfang bis zu ihrem Ende. Und deshalb befinden wir uns in den zerbrochenen Kelim, in denen es auch einen Willen zu empfangen gibt, und ein bisschen einen Willen zu geben. Und durch diesen Willen zu geben, den es bei uns gibt, können wir empfinden, wie weit wir voneinander entfernt sind, einander entgegengesetzt sind und sogar uns abstoßen und hassen, aber trotzdem ist es durch den Willen zu empfangen möglich, den es zwischen uns gibt. Und so lernen wir das System kennen. Was heißt es, dass wir einer den anderen hassen? Natürlich ist es so, dass der Schöpfer zwischen uns, wenn der Schöpfer zwischen uns nicht irgendwelche Beziehungen schaffen würde, würden wir einander überhaupt nicht fühlen. Warum hassen wir einer den anderen? Weil wir fühlen, weil wir einer den anderen fühlen, weil wir einer den anderen benutzen wollen, sich annähern wollen. Woher kommt das? Dass wir einer den anderen benutzen wollen. Das kommt daher, dass wir trotzdem irgendeine Kraft des Gebens zwischen uns fühlen und wir fühlen, dass wir genießen können, einer durch den anderen. Und deshalb mit der ganzen Kraft, die in der Natur tätig ist, egal welche Form, empfangen oder geben, gibt es auch etwas von der anderen Kraft, von empfangen oder geben, als Gegensatz. Und darum können wir überhaupt irgendetwas unterscheiden. Wenn wir nicht fühlen würden, die zweite Kraft, dann würden wir überhaupt nicht fühlen, dass wir uns in irgendwelchen Beziehungen untereinander wären, oder entweder gut oder böse. Die Schöpfung ist trotzdem durch
das, die Kraft des Gebens, aber auch durch die Kraft des Empfangens bestimmt. Aber warum befinden wir uns im Willen zu empfangen? Weil wir genießen wollen die Kraft des Gebens in der Schöpfung, aber nur für uns natürlich. Wer ist der Böseste? Was will der Wille zu empfangen? Der Wille zu empfangen will die ganze höhere Licht empfangen. Er will den Schöpfer verschlingen, dass er ihm dienen möge, dass er ihn erfüllen, anfüllen möge. Und deshalb ist die ganze Schöpfung damit, dass es zwei Kräfte gibt und durch die Vermischung, durch den Zerbruch, durch die Fusion einer in den anderen, beginnt das System zu klären, wie einer den anderen benutzen kann, ausnützen kann. Und durch diese Klärungen gelangen alle Teile der Schöpfung zur richtigen Verbindung miteinander, gegenseitig, die alle Kräfte benutzen, zugunsten jedes Einzelnen und aller. Und das klärt sich schön langsam durch den Zerbruch und die gegenseitige Verbindung. Und wir können sogar in den Sternen, in den Galaxien, alles, was in unserem Universum passiert, können wir sehen, dass es dieselben Prozesse gibt, dieselben Prozesse stattfinden. Dieses Gesetz ist aktiv auf allen Ebenen. Na, lesen wir weiter. Punkt 14. Um die Geschöpfe aus dieser gewaltigen Trennung vom Schöpfer zu erretten, fand Zimtzum Aleph die erste Einschränkung statt, welche Prina Dalet von allen Parzufim der Kdusha, der Heiligkeit, trennte. Das geschah auf solche Art und Weise, dass das große Maß des Verlangens zu empfangen zu einem leeren Raum, Halal Panui, wurde ohne jegliches Licht. Dies ist so, weil nach Zimtzum Aleph alle Parzufim der Kdusha einen korrigierenden Massach für ihr Kli Malchut eingerichtet haben, um kein Licht in dieser Prina Dalet zu empfangen. In dem Moment, als sich das höhere Licht Orelion zum Geschöpf erstreckt und versucht, sich ins Innere zu verbreiten, stößt der Massach das Licht zurück. Dieser Prozess heißt Zusammenstoß, aka, zwischen höherem Licht und dem Massach. Als Ergebnis dieses Schlages steigt das Orchoser, das reflektierte Licht, von unten nach oben auf und bekleidet die 10 Sphirot des höheren Lichts. Der zurückgestoßene Teil des Lichtes heißt Orchoser, reflektiertes Licht. Indem es das höhere Licht bekleidet, wird es nachher zum Empfangskli des höheren Lichts anstelle von Prina Dalet. Denn danach erweitert sich Malchut im Maß des Orchoser, des reflektierten Lichtes, das zurückgestoßen wurde, von unten nach oben stieg und das höhere Licht bekleidete und breitete sich auch von oben nach unten aus, sodass sich auf diese Weise die Lichter in die Kelim kleiden. Das heißt, in dieses Orchoser. Man sagt, dass das höhere Licht sich in das Orchoser kleidet. Das nennt man Rosh, Kopf und Guf, Körper einer jeden Stufe. Der Sivug der HKA, dieser Zusammenstoß des höheren Lichts mit dem Massach, verursacht einen Aufstieg des Orchoser, des reflektierten Lichtes, von unten nach oben und bekleidet die 10 Sphirot des höheren Lichts in die 10 Sphirot de Rosh. Das bedeutet die Wurzeln der Kelim. Denn dort ist noch keine richtige Einkleidung möglich.
Erst nachdem sich Malchut mit dem Ochus sehr von oben nach unten ausgebreitet hat, ist das Ochus sehr zu Ende und es wird zu den Kelim für das höhere Licht. Und nun kleiden sich die Lichter in die Kelim, genannt Guf, Körper, dieser bestimmten Stufe, was vollendete Kelim bedeutet. Kelim Gmurim, vollendete Kelim. Gut, sagt Rav. Vielleicht soll ich noch mal lesen und dann gehen wir drum. Punkt 14 nochmal. Um die Geschöpfe aus dieser gewaltigen Trennung vom Schöpfer zu erretten, fand Zim zum Aleph die erste Einschränkung statt, welche Prinadalet von allen Parzufim, von allen spirituellen Objekten der Kdusha, der Heiligkeit, trennte. Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet. Das geschah auf solche Art und Weise, dass das große Maß, das Prinadalet ist von allen anderen Systemen getrennt. Das geschah auf solche Art und Weise, dass das große Maß des Verlangens zu empfangen zu einem leeren Raum Chalal Panui wurde, ohne jegliches Licht. Das heißt, auf jedem Ort kann das Licht erscheinen, nur nicht im Prinadalet. Warum? Weil Prinadalet sie zu Gänze, weil die Prinadalet zur Gänze wieder zu empfangen ist und das Licht ist ihr völlig entgegengesetzt. Dies ist so, weil nachts im Zum Aleph alle Parzufim der Kdusha einen korrigierenden Massach für ihr Klimalchut eingerichtet haben, um kein Licht in dieser Prinadale zu empfangen. Das ist, wenn wir in diesem System Kelim haben, die nicht das Licht empfangen können, obwohl sie wollen, die heißen heilige Kelim. Heilig heißt dem Schöpfer ähnlich zu sein, weil er auch nicht empfängt. In dem Moment, als sich das höhere Licht, Aurelion, zum Geschöpf erstreckt, und versucht, sich ins Innere zu verbreiten, stößt der Massach das Licht zurück. Dieser Prozess heißt Zusammenstoß, aka zwischen höherem Licht und dem Massach. Der Massach stößt es ab. Das heißt, das sind Verlangen, das höhere Licht, das im Verlangen sich ausbreitet des Geschöpfes. Und der Massach will das höhere Licht abstoßen, damit es sich nicht unter den Geschöpfen ausbreitet. Das heißt, dieser Massach steht zwischen dem höheren Licht und dem Verlangen. Dieser Prozess heißt Zusammenstoß zwischen höherem Licht und dem Massach. Als Ergebnis dieses Schlages steigt das Ochoser von unten nach oben auf und bekleidet die Zehnsphirot des höheren Lichtes. Das heißt, das ist das höhere Licht, dass das höhere Licht abgestoßen wird, heißt, dass es einkleidet, weil dieser Teil des Lichtes heißt Orchoser. Der zurückgestoßene Teil des Lichtes heißt Ochoser, indem es das höhere Licht bekleidet, wird es nachher zum Empfangsglied des höheren Lichts anstelle von Prinadalet. Das heißt, das Licht erfüllt das ganze Verlangen. Das Verlangen stößt durch den Massach das höhere Licht ab. Das heißt, dass es das höhere Licht einkleidet, nur oberhalb von ihm. Und auf diese Art und Weise verbindet es sich mit dem höheren Licht. Und denn danach erweitert sich Malchut im Maß des Orchoser, des reflektierten Lichts, das zurückgestoßen wurde, von unten nach oben stieg und das höhere Licht bekleidete. Das heißt, soweit Malchut das höhere Licht abstößt, dass es sich nicht einkleidet in sie, auf diese Art und Weise in der Menge und in der Qualität und Quantität. Und kann dieses höhere Licht von oben nach unten
empfangen und so weiter, das höhere Licht abstößt, das heißt Rosh des Parzufs, Kopf des Parzufs und so weiter, nachher in sich das höhere Licht empfängt, in sich bereits eingekleidet im Ochoser, das ist der Guf des Parzufs, der Körper des Parzufs. Und so gibt es Kopf und Körper des Parzufs, Rosh mit Guf, auf jeder Stufe. Weil der Sivuk, der AKA Zusammenschluss höheren Lichtes mit dem Massach verursacht einen Aufstieg des Ochoser von unten nach oben und bekleidet die Zehn Sphirot des höheren Lichts in die Zehn Sphirot der Rosh. Das bedeutet, die Wurzeln der Kelim Gefäße, dort gibt es noch keinen Willen zu empfangen, das ist nur das Abstoßen. Und wenn Malchut sich ausbreitet, von oben nach unten, dann stößt das höhere Licht, wird das höhere Licht nicht abgestoßen, sondern ist bereit zum Empfangen. Und das macht Kelim für das Or Elyon. Und das ist bereits, nachdem sich Malchut mit dem Ochoser von oben nach unten ausgebreitet hat, ist das Ochoser zu Ende und es wird zu den Kelim für das höhere Licht. Und nun kleiden sich die Lichter in die Kelim, genannt Guf dieser bestimmten Stufe, was vollendete Kelim bedeutet. Das heißt, ich stelle eine Rechnung an, wie weit ich empfangen kann, um nicht mir Genuss zu bereiten, sondern dem Schöpfer durch die Gruppe. Und dann dementsprechend mache ich diese Tätigkeit. Und dann stellt sich heraus, dass durch das, den Willen zu empfangen von mir und den Genuss, der zu mir gelangt, kann ich andere Tätigkeiten durchführen. Ich erhebe mich zum Willen zu geben und anstatt zu empfangen, gebe ich. Und so hat der Schöpfer im Geschöpf alle Vorbereitungen vollzogen, um auf das das Geschöpf dem Schöpfer ähnlich werden kann oder gleich werden kann. Man muss sich hier viel in das vertiefen in das Ganze und sich viel verwirren und das hin und her drehen, bis uns das verständlich wird aus allen Richtungen, wo von welchen wir uns diesem Thema nähern. Beweis Russland. Ist das so passiert, dass der Wille zu empfangen zu einem Platz wurde, der leer von Licht ist? Also, das heißt, dass Aufstellen von Massach ist Annullierung? Nein, das ist alles in allem nur eine Reduktion, eine Einschränkung. Ibur ist erst nach der Einschränkung passiert. Das ist bereits die Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Durch die Gruppe, zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, durch die Gruppe, der sich selber im Höheren verliert, der nichts bestimmen will, sondern sich selber dem Höheren übergibt. Das heißt Ibur, Einnistung, Embryonalphase. Aber vorher die Reduktion, die Einschränkung, die mit keinem Willen zu empfangen arbeiten will, weil außer dem Willen zu empfangen, kann es in sich nichts finden. Latin 7. Lateinamerika 7, bitte. Gracias, Rab. Danke, Rab. Nochmal bitte. Wie schaut dieses Licht aus, das wir wegstoßen durch unsere Erkenntnisse? Welchen Eindruck hinterlässt dieses Licht in uns, das uns verstehen lässt in unseren Erkenntnissen, dass wir es abstoßen müssen? Das höhere Licht sagt drauf,
Das leuchtet uns von Weitem und schön langsam lehrt es uns durch unsere Bemühungen in der Gruppe, in der Verbindung, durch verschiedene Tätigkeiten, die wir quasi tun, um der Spiritualität ähnlich zu werden. Also das höhere Licht wirkt auf uns und lehrt uns mehr und mehr, was es heißt zu geben, was Spiritualität darstellt. Und so schreiten wir voran. Und wir schreiten voran und entwickeln uns weiter auf zwei Linien, in denen wir nicht zustimmen und doch zustimmen, nicht verstehen und doch verstehen. So ist das wie auf unserer Welt, in unserer Welt. Weil wir haben auch den Willen zu empfangen und auch das höhere Licht, das in uns ein bisschen das Geben erweckt. Und so können wir beide Erkenntnisse erwecken, das eine Erkenntnis gegenüber dem anderen. Türkei Nummer 1, bitte. Student. Danke, Raf. Mein Freund fragt, ob das Verständnis oder die Erkenntnis dieser Änderung der Form, die Änderung der Erkenntnis, dass wir dadurch dem Schöpfer näher werden, Raf. Natürlich, auch wenn wir uns im Geben befinden, im Empfangen befinden, in allen bösen Formen, trotzdem sind wir dem Schöpfer näher. Natürlich. Die Hauptsache ist, dass wir die ganze Zeit mehr und mehr spirituelle Erkenntnisse schaffen wollen. Gute, böse, ganz egal welche. Aber es ist immer, wir steigen in der Heiligkeit nur auf, nicht ab. Das heißt, wir müssen in jeder Form uns darauf verlassen können, das ist näher, das ist im Modul ähnlicher der Korrektur oder näher der Korrektur. Der Unterschied ist nur, ob links oder rechts. Aber natürlich stürzen wir tausendmal ab, so wie geschrieben steht, tausendmal stürzt der Gerechte nieder und trotzdem schreiten wir, werden wir dem Ziel näher, kommen wir dem Ziel näher. Brasilien Nummer 2, bitte. My question is we give very excited, we want to serve Creator. Wenn wir dem Schöpfer dienen wollen, dann erregen wir uns sehr. You know, think about this. Who am I serving? When doing something with the friends, because a lot of times I want to do for Creator. Wenn wir Tätigkeiten mit den Freunden durchführen, ist es wichtig, dass wir uns erinnern, wem wir dienen. Weil oft, wenn ich mit den Freunden arbeite, vergesse ich, wem ich zu Diensten bin. Raf, das ist richtig. Wir haben Situationen, in denen wir die Gruppe vergessen, die Freunde vergessen und uns um sich selber kümmern. Dann gibt es solche, die sich nur um den Schöpfer, die nur dem Schöpfer dienen, die sich nur kümmern um die Gruppe, die das vermischen, dieses mit jenem. Die Hauptsache ist, dass wir so viel als möglich die Sachen untereinander verknüpfen. Die Hauptsache ist, dass auch der Schöpfer und auch die Gruppe und auch ich in dem ganzen System, in dem wir die Weisheit der Kabbalah studieren, dass sich alles da, dass alles in mir heranreift. Das sind alles in allem nicht viele Dinge. Ich, die Gruppe, der Schöpfer und was zwischen untereinander passiert, das ist die Weisheit der Kabbalah. Das ist alles. USA Nordwest, bitte. Raf. Центральная точка этого отрывка это куда меркази два кетеша Корана. Was wir gelesen haben, ist Sache des Schirms. Was ist der Schirm im Zehner und wie können wir das verbinden?
Raf sagt, Massach ist die Hauptsache, das ist der zentrale Punkt der Weisheit der Kabbalah. Beim Aufbauen des Schirms des Massach ist die spirituelle Stufe des Menschen abhängig, der Gruppe abhängig, der Welt abhängig, der ganzen Wirklichkeit abhängig. Massach ist die Kraft des Widerstandes, des Empfangens, des Genusses, des Willens zu empfangen. Die erste Tätigkeit davon ist die erste Einschränkung, Zimtzum Aleph. Und danach, wie ich meinen Willen zu empfangen, um des Gebens Willen verändern kann, dass nicht nur ich empfange, ich kann sogar vom Schöpfer Kräfte empfangen. Und von ihm alle Genüsse, um des Gebens Willen zu empfangen, die jenseits von meinem Verlangen zu genießen, kann ich genießen, aber um ihm zu geben und nicht um mir selber zu geben. Und das ist die Arbeit des Schirms, das Massach. Also die Einschränkung ist die Tätigkeit, die sich auch in dieser Tätigkeit einschließt, die vorher passiert, zuerst die Einschränkung, dann Massach und dann das reflektierte Licht und die Tätigkeit des Gebens dem Schöpfer. Dem Schöpfer kann man gar nichts geben, er hat überhaupt keine Empfangsgefäße, sondern was wir ihm geben können, ist einzig und allein unter der Bedingung, dass wir empfangen, um ihm Genuss zu bereiten. Wenn ich empfange, oberhalb meines Willens zu empfangen, um ihm zu geben, dann ist auch meine Annullierung, auch mein Empfangen, auch mein Genuss, das alles wird zu dem, dass ich ihm Genuss bereiten will. Und dann, unter der Bedingung, dass ich ihm Genuss bereite, ihm den ganzen Genuss schicke, ihm den zuschreibe, in diesem Maße werde ich ihm bereits ähnlich. Und so verbinden wir einander, verbinden wir uns miteinander. Tel Aviv 3. Rav, was ist der Teil des Lichtes, das zum Massach gehört, und welcher Teil gehört zum Kli? Das Licht organisiert das, und die Kelim empfangen das Licht und ordnet das alles, was kommt. Tel Aviv Nummer 4. Danke, Rav. Rav, die Änderung der Form von Bchina Dalet gegenüber dem Schöpfer bringt zur Entfernung. Aber was schränkt man hier ein? Die Einschränkung benutzt Bchina Dalet, die das Empfangen ist. Und wenn wir die Bchina Dalet benutzen, um zu geben, dann kann man sie benutzen. Und umso mehr, umso besser. Wenn die Entfernung der Gedanken zum Hasser wird von dem, was mir weit ist, dann will ich diesen Genuss nicht empfangen. Ich will ihn abstoßen, weil ich ihn doch hasse. Nein, Raktaf, das kann auch gegenseitig sein. Hass und Liebe sind einander sehr ähnlich, sehr nahe. Es ist alles nur von der Absicht abhängig. Und dann gibt es kein Problem. Man kann das einfachst umwandeln. Das ist alles von der Wichtigkeit, vom Ziel abhängig, wie ich diesen großen Willen zu empfangen benütze, das große Licht benütze, wie ich es benütze. Denk darüber mal nach. Lateinamerika 1.
Im Text erwähnt er, dass wenn er das Licht abstößt, dann wird das abgestoßene Licht wird zu einem Empfangsglied des Lichtes am Platz von Bchina Dalet. Wie kann das Ochoser zu einem Empfangsglied werden? Rav, das ist richtig. Licht kann natürlich kein Empfangsglied werden, aber die Abstoßung des Eigengenusses und dem Schöpfer Genuss zu bereiten, diese Bedingung macht das Kli würdig für seine Tätigkeit und das Kli kann das höhere Licht annehmen, um zu geben. Stell dir mal vor, du befindest dich gegenüber dem Schöpfer, gegenüber dem Hausherrn als Gast und du willst nur dem Hausherrn Genuss bereiten. Also dann bist du innerlich. Der Hausherr merkt das nicht, fühlt das quasi nicht. Das heißt, du machst drinnen eine Übung, dass du, obwohl dir die Verpflegung, die du bekommst, das Essen, das du bekommst, sehr geschmackvoll ist und du hungrig bist, aber du erhebst dich über deinen Appetit und über deinen Hunger und kannst diese Genüsse annehmen, durch die Einschränkung deines Willens, dir selber Genuss zu bereiten. Und du öffnest deinen Willen zu empfangen für die Genüsse, um dem Schöpfer zu geben. Das können wir uns sehr schwer vorstellen, weil es auf unserer Welt kein so ein Beispiel gibt. Aber stell dir mal vor, das ist trotzdem irgendwie theoretisch möglich. Das ist unsere Arbeit. Und dann beginnst du statt einem Gast ein Hausherr zu werden, sogar mehr als ein Hausherr. Weil von dir ist abhängig, wie sehr du dem Hausherrn Genuss bereitest. USA, Nordost. Rav. Was passiert, wenn das Ochoser? Was passiert, wenn das Ochoser endet und Malchut sich ausweitet mit den Kelim de Rosh? Rav, wir werden das nachher lernen. Aus dem wird das spirituelle Parzuf, entsteht das spirituelle Parzuf. Es wurde eine Tätigkeit gemacht, des Empfangens umzugeben, aus dem das Geschöpf sich dem Schöpfer angleicht oder dem Schöpfer ähnlich wird und sich so auf eine höhere Stufe erhebt, von der Stufe des Geschöpfes zum Stufe des Schöpfers. Es schreitet durch den Schranken durch und beginnt sich mit dem Schöpfer zu identifizieren und beginnt auch, sich selber dem Schöpfer gegenüber zu messen, wo es sich befindet gegenüber dem Schöpfer. Das kommt später. Wir werden heute das noch durchmachen, wenn wir dorthin gelangen. Wenn nicht, dann werden wir das morgen machen, mit Skizzen und so weiter. Schauen wir mal weiter. Fokusgruppe, bitte. Wo passieren alle diese Tätigkeiten im Schirm, nicht zu empfangen, wegzustoßen, Rechnung anzustellen? Was ist denn das für ein System, bitte, das das alles macht? Das ist ein System, sagt Rav, die gebaut wurde im Verhältnis zwischen dem Geben des Schöpfers und dem Willen zu empfangen des Geschöpfes. Mehr gibt es da nicht. Es gibt den Willen zu geben vom Schöpfer, der den Willen zu empfangen geschaffen hat, der Geschöpf heißt. Und zwischen beiden diesen Verlangen lernen wir die ganze Weisheit der Kabbalah, wie das Geschöpf sich dorthin bringt, zu einem Zustand, wo es alles empfängt, was ihm der Schöpfer geben will. Also diese ganze Weisheit, diese ganzen Tätigkeiten, die wir studieren,
Und die wir verwirklichen wollen, das ist die Weisheit der Kabbalah, das ist die Weisheit, wie man richtig empfängt. Weil von Anfang an, wie der Schöpfer das geschaffen hat, sind wir nicht imstande, mehr anzunehmen als ein ganz, ganz dünnes Licht, das diese Welt heißt. Und das ganze Studium, wie man das ganze Licht empfangen soll, das von der Schöpfung, vom Schöpfer kommt, vom Willen zu empfangen, der Schöpfung, das heißt Weisheit der Kabbalah. Von der Einschränkung, wie sich Malchut ausbreitet, das erste Mal nach unten. Wie kann der Massach seine Tätigkeit ändern? Wir werden das lernen, schön langsam, sagt Rav. Nicht hüpfen, nicht voran, sprinten. Gehen wir doch vorher mal mit Bala Sulam, wie er uns das schreibt. Und schön langsam, ich glaube an seinen Verstand. Ich hätte das vielleicht anders geschrieben, in einer anderen Reihenfolge. Aber so hat er es halt geschrieben. Und ich verkleinere mich und ich nehme an, was er schreibt. Das ist die Ausbreitung, die Verbreitung des Materials. Das ist richtig, weil er mit dem Schöpfer in Gleichklang sich befindet. Er versteht mehr als ich. Also nehmen wir an, wie er das gemacht hat und bemühen wir uns, so zur Tiefe zu gelangen. Gut. Gut. Petach Tikwa 31, bitte. Das ändert sich das Verhältnis zwischen dem Hausherrn und dem Gast, nachdem es sich reduziert und dem Hausherrn ähnlich wird? Ja, natürlich verändern sich die Beziehung zwischen Hausherrn und Gast. Immer, und das ist in der, das besteht sich in der, das besteht in der Entscheidung des Gastes, des Geschöpfes. Moskau 7. Die Frage ist folgende: Dadurch, dass wir die verkehrte Verbindung durch die Abstoßung erlangen, dann fühlen wir doch nicht den Schirm, sondern nur die Ausbreitung des Lichtes in den Herzen der Freunde. Also das ist doch normal, dass du am Anfang nicht das fühlst. Rav, unsere Empfindungen ändern sich, wir müssen vorwärts schreiten, sie einsammeln schön langsam und dann werden sie zur Weisheit der Kabbalah, Weisheit, wie man empfängt, was der Schöpfer uns geben möchte. Kiew 1. Да, дорогой Раф, так, а что такое экран? Что такое экран? Это сила, это сила важная. Масако фазашин. Was ist diese Kraft des Schirms? Ist das die Wichtigkeit unserer Verbindung? Was sind diese ganzen Verlangen von uns, Raf? Massach ist nicht Einschränkung. Es gibt Einschränkung, es gibt Massach. Die Einschränkung ist die Entscheidung, dass ich für mich nicht empfange nach meinem Verlangen, gar nicht vom Hausherrn. Nach diesem Beispiel von Balabait und Gast, Hausherr und Gast, Gastgeber und Gast, und ich entscheide, dass ich nur empfange diese Menge, die ich dem Schöpfer als Genuss zurückgeben kann. Und dann, wenn ich diese Kraft habe, oberhalb der Einschränkung zu empfangen, und dann beginne ich zu messen, wie weit ich von dem kleinsten Licht größere Genüsse machen, die ich fühle, dass sie alle ihm empfangen, um zu geben sind, dass ich sie genieße. Aber mein Genuss ist, dass der Schöpfer will, dass ich Genuss habe. Mir ist klar, er will das, dass ich nach der Einschränkung in Kontakt mit ihm bin und ihn fühle und nicht mich selber fühle. Und ich fühle sein Herz und nicht meinen Bauch. Und dann, wenn ich nach der Einschränkung auch das Gefühl habe im Herzen, dann kann ich unsere Gefühle vergleichen mit seinen Gefühlen und kann die gegenseitigen Gefühle untereinander
von Herz zu Herz ausleben. Und so helfen wir einander, nähern wir uns einander an. Und werden so näher. Salt Lake City, bitte. Gibt es irgendeine Verbindung der Annullierung und der Verbindung mit dem Schöpfer? Wie funktioniert das? Annullierung ist Annullierung und Schirm ist Schirm. Annullierung ist die erste Phase, von der wir beginnen, dass ich einfach meinen Willen zu empfangen annulliere, auf natürliche Art und Weise, und er nimmt nicht teil an der Verbindung von mir zwischen der Gruppe und dem Schöpfer. Ich kann, soweit ich sie weiterbringen kann, die Freunde. Nach der Einschränkung stelle ich die Rechnung an. Durch die Einstellung des Schöpfers zu mir, wie kann ich das machen? Und dann beginne ich mein Verhältnis durch die Gruppe zum Schöpfer zu bauen in einer Situation, die wie heißt? Ibur. Ibur, Embryonalphase, Einnistung. Wir gehen in solche Verhältnisse und dann schreiten wir fort. Und ihr seht doch, dass wir die ganze Zeit mehr und mehr verwirklichen, die Methode, wie man vom Schöpfer empfängt, das kann ja nur in korrigierten Kelim passieren, sonst wird das nicht angenommen. Wie kann man vom Schöpfer mehr und mehr Teile in Scheibchenweise empfangen? Ist das in Ordnung? No, und das letzte ist Beersheva. Guten Morgen, Raf, Weltli, Weltzähne. Bitte, Raf, die Entscheidung des Höheren für diese Eigenschaft der Verbindung, ist das die, entsteht dies vom Unteren oder der Höhere möchte uns heranziehen, damit er uns diesen Grund dafür gibt, Raf. Es funktioniert nicht auf diese Weise, dass es eine Entscheidung des Höheren ist, des Unteren. Alles stammt von der vorhergehenden Entwicklung. Das heißt, der Höhere präsentiert sich vor uns, er präsentiert Stufen der Entwicklung. Und wir entsprechend diesen Stufen müssen uns entwickeln zu ihm. Und das ist, was geschieht und vor sich geht. Rechowot. In welcher Stufe des Prozesses, welches er hier beschreibt, wird der Schirm gebildet? Vor dem Ibur, vor dem Empfängnis? Raf, wir sprechen nicht darüber. Tel Aviv 4. Danke, Raf. Noch einmal. Warum ist die Einschränkung nicht der Schirm? Raf, Zimtzum ist kein Massach. Der Massach ist eine aktive Handlung vom Geschöpf hin zum Schöpfer, wo man mit seinem Verlangen zu empfangen arbeitet, um es umzukehren und es umzuwandeln ins Geben. Das wird Massach genannt. Und der Zimtzum ist nun dafür da, er schließt sich ab, er trennt sich vom Empfangen. Das heißt, in dieser Verbindung zu sein, das heißt, der Zimtzum ist wie eine bestimmte Handlung des Geschöpfes, weil er sich selbst abgrenzt. Er möchte nicht in Kontakt sein mit dem Schöpfer. Der Gastgeber
gibt all diese Genüsse und die er auftischt vor dir und er möchte diese Wirklichkeit neu kreieren und du sagst aber, ich möchte nichts. Ich möchte nicht einmal einen Schluck Wasser haben von diesem Tisch. Nichts. Warum? Weil indem du, was du für mich machst, möchte ich erlangen, dass ich die Ähnlichkeit mit der Form mit dir erreiche. Also das zeigt sich, dass wir, wenn man dies missachten würde und es nicht wertschätzt, was er vor dir auftischt, der Gastgeber, all diese Köstlichkeiten, also er wendet diese Freuden in eine Art der Bestimmung. Das heißt, ich kann es nicht erleichtern. Also wenn ich die Ähnlichkeit davor mit dem Schöpfer erreiche, auf direkte Weise, dann benötige ich nicht diese Genüsse oder irgendetwas anderes, sondern nur diese Ähnlichkeit davor. Warum brauche ich die Erfüllung? All diese Dinge. Wofür brauche ich diesen? Hier müssen wir verstehen, dass unsere Arbeit darin liegt, dass sie derart sein muss, dass sie in diesen Punkten der Reinigung sein muss. Wir arbeiten noch daran. Frage: Welche Art der Einschränkung erzeugt diese Einschränkung, wenn wir dies abstoßen möchten? Ich möchte eine andere Art der Verbindung. Ich möchte eine Verbindung durch im Herzen, eine innere Verbindung, nicht durch mein Verlangen zu empfangen, in meinem Bauch. Also ich möchte verbunden sein mit dem Schöpfer durch die Absicht, nicht durch die Handlungen. Wie er mir geben möchte, möchte ich ihm geben. Also, dass ich ähnlich bin mit ihm, ähnlich ihm bin. Und darin werde ich in Anheftung sein. Frage. Und wo geschieht dies alles? Woher dies alles, wo rührt alles her, diese Verlangen? Das ist, was der Schöpfer für uns platziert hat. Und ohne dies würde hier nichts geschehen. Aber wir müssen auf die richtige Weise antworten auf diese Beziehung, diese Zustände, die er in uns erweckt. Und das ist alles. Moskau Nummer 7. Danke, Raf. Hier gelangen wir zur zweiten Stufe der Arbeit, dass zusammen mit dem Zehner dieser Bitte, dass der Schöpfer enthüllt wird für die Freunde, nichts für dich selbst, dass nur er enthüllt wird und an die Freunde fühlt, ist dies richtig? Ja. Petach Tikva Nummer 3, Nif. Was können wir lernen, dass dieses Licht der Einschränkung nur in der vierten Phase entsteht? Darf nur im Verlangen zu empfangen. Denn der ganze Rest dieser Klärung liegt darin, wie man das Verlangen zu empfangen ausdrücken kann, im Geben, durch das Geben. Wenn ich nicht geben möchte, dann habe ich keine anderen Phasen von Prina Dalit. Und auch Prina Dalit ist sehr dünn. Also es ist eigentlich nur empfangen. Also wenn ich dies erreichen möchte durch das Geben, dann beginne ich tiefer in meine Verlangen einzutauchen. Ich möchte es umkehren ins Geben. Ich möchte in ein Gefäß des Gebens umkehren. Und dann wird dieser Prina Dalit, sie wird zu dieser Grobheit. Dann entsteht dieser Widerstand. Sie besteht aus diesen verschiedenen vielen Kräften. Und darin plane ich, wie ich das Geben ausführen kann. Und Prina Dalit wird dann ähnlich zu Keter in der Art des Gebens, zum Verlangen des Gebens. Also, das ist irgendwie ähnlich wie diese drei Phasen, welche ähnlich sind zum Geben vor dem Zerbruch. Also, was wir hier lesen, das ist Bereich, das Geben, die ersten Phasen gegenüber der vierten Phase, nein, diese ersten Phasen können nicht, haben kein Verlangen zu empfangen. Also, was wir zuvor gelesen haben, im Punkt, wo wir diesen Prozess beginnen, die Einschränkung und das, der Schirm, das reflektierende Licht.
Raff, ja, entsprechend der vierten Phase, Raff, und Prena Dalit macht alles. Nichts geschieht irgendwo anders. Also es gibt keine Möglichkeit, es gibt kein Verlangen. Nur Prena Dalit nutzt all die Verlangen, diese Möglichkeiten, diese Klärung, diese Grundlagen. Nur Prena Dalit geschieht dies. Nif, am Beginn des Unterrichts haben Sie erwähnt, dass es eine Notwendigkeit für den Zerbruch gibt, um zur Ähnlichkeit des Geschöpfers mit dem Schöpfer zu gelangen. Hier lernen wir, dass es eine Ähnlichkeit gibt zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, das ist bereits existiert. Raff, ja, aber ohne den Zerbruch. Okay, wir werden noch darüber lernen. Lateinamerika Nummer 2. Werte Raff, eine Frage, nur um dies klarzustellen und am richtigen Ort. Wenn wir dem Schöpfer Zufriedenheit und Genuss bringen möchten als Zehner, dann erschaffen wir oder wir ziehen das Licht an, entsprechend dem gleichen Gastgeber? Raff, ja. Petitesha. Petitesha Nummer 9. Was entscheidet die Kräfte der Abstoßung in diesem Zustand, in unseren Zuständen? Wie weit wir respektieren das Geben gegenüber dem Empfangen. Nordisrael Nummer 2. Raff, wie soll man richtig auf den Willen des Schöpfers reagieren? Wir sehen den Willen des Schöpfers nicht. Wir fühlen ihn nirgends, nur in dem Moment, wo wir untereinander die richtige Verbindung machen wollen. Alles, was wir lernen und den Widerstand spüren, dann aus Ausweglosigkeit, aus Hilflosigkeit, wir wenden uns dann an den Schöpfer und bitten ihm. Und so finden wir die Verbindung mit dem Schöpfer. Das kann auch 10 oder 20 Jahre dauern. Das hat alles von der, ist alles von der ersten Stufe abhängig. Alles ist von dieser Stufe abhängig. Wo sind wir? Wir sind bei Punkt 15. Ja, lesen wir mal. Punkt 15. Die neuen Kilim entstanden in den Pazufim der Kdusha anstelle von Prina Dalet nach Zimzum Aleph, nach der ersten Einschränkung. Sie werden durch das Orchoser als Ergebnis des Sivuk der HKA zwischen dem Licht und dem Masach gebildet. Wir müssen allerdings noch verstehen, wie dieses Orchoser zu einem Gefäß für den Empfang, zu einem Kli Kabbalah wird, nachdem es ursprünglich nur ein zurückgewiesenes Licht war. Es funktioniert in der Weise, dass das Licht zu einem Gefäß wird, also eine entgegengesetzte Rolle zu spielen beginnt. Wir wollen zur Verdeutlichung ein Beispiel aus unserer Welt geben. Von Natur aus liebt und schätzt der Mensch die Eigenschaft zu geben und hütet sich, von seinem Freund zu empfangen, ohne gleichzeitig etwas zurückzugeben. Nehmen wir an, dass jemand zu einem Freund nach Hause kommt und zum Essen eingeladen wird. Natürlich will er alles zurückweisen, egal wie hungrig er auch sein mag. Da die Rolle eines Empfängers, der ein Geschenk empfängt, ohne zurückzugeben, erniedrigend ist. Sein Gastgeber fängt jedoch an, ihn zu überzeugen, indem er ihm klar macht, dass ein essender Gast seinem Gastgeber ungeheure Freude bereitet. Wenn der Gast dies als wahr empfindet, stimmt er dem Essen zu, da er sich dann nicht mehr als Empfangender
und den Gastgeber als Gebenden empfindet. Im Gegenteil, empfindet sich der Gast als derjenige, der dem Gastgeber gibt und ihn durch seine Bereitschaft zu essen erfreut. Es wird deutlich, dass trotz des Hungergefühls und des Appetits, wobei gerade Hunger und Appetit das ursprüngliche Sondergefäß, um Essen zu erhalten, sind, der Gast wegen seines Schamgefühls keine Köstlichkeit anfassen konnte. Erst durch die Überzeugungskünste des Gastgebers wurde es aufgelöst. Und erst dann tauchten in ihm die Keime der neuen Empfangsgefäße für das Essen auf. Die wachsende Überredungskunst des Gastgebers und die sinkende Widerstandskraft des Gastes erreichen allmählich den genügenden Grad, um empfangen, die Kabbalah in Schenk, in Geben, Hashpa'ah, umzuwandeln, bis der Gast feststellen kann, dass er dem Gastgeber durch sein Essen große Freude und Gefallen bereitet. Denn nun sind bei ihm die Gefäße des Empfangens für das Essen des Gastgebers geboren worden. Und nun sieht man, dass die Widerstandskraft des Gastes zur Grundlage seiner Empfangsgefäße für das Essen wurde. Genauso wie die Widerstandskraft Anlass wurde, das Essen zu empfangen und nicht Hunger und Appetit, obwohl diese die gewöhnlichen Gefäße zum Empfangen sind. Raf, keine Fragen? Das heißt, hier ist die ganze Grundlage der Weisheit der Kabbalah begraben. Hier ist zu sehen, wie das Geben zum Kli des Empfangens wurde. Das heißt, im letzten Satz sagt er das. Und genauso wie die Widerstandskraft Anlass wurde, das Essen zu empfangen und nicht Hunger und Appetit, obwohl diese die gewöhnlichen Gefäße zum Empfangen sind. Aber er hat entwickelt neue Empfangsgefäße, wo er nur empfangen will, obwohl er sie nur benutzen will, seine Kelim in einer anderen Form. Das ist die Hauptsache. Und diese Methode heißt Weisheit der Kabbalah. Weisheit des Empfangens. Wie man wirklich empfangen kann, in vollkommener Art und Weise, ohne Schande und nicht einfach armselig in dieser Welt zu bleiben, sondern durch Empfangen zur Stufe des Schöpfers zu gelangen, sich mit ihm identifizieren, so zu werden wie er. Und das geht nur durch das richtige Benutzen, im Willen zu empfangen, den wir haben, und den Genuss zu empfangen, den uns der Schöpfer geben will. Wenn wir ihm sagen, nein, auf diese Art und Weise, wie du es von Anfang an tun willst, nein, wir machen vorher eine Einschränkung, wir wollen beide Kräfte benutzen, auch das Verlangen um des Genusses willen, um zu dir zu gelangen, um dir zu geben. Das ist unsere ganze Arbeit. Und dann gelangen wir zur unendlichen Welt, zur Olam Ein Sof, zur Erkenntnis der ganzen Wirklichkeit, wieder Schöpfer. Und ihr werdet wieder Schöpfer, der Gutes und Böses unterscheiden kann. Lateinamerika 1. Die Baruch HaSulam schreibt die Vergangenheit. Baruch HaSulam spricht über Schande. Was ist die Bedeutung von Schande? Was ist hier Schande? Scham ist der Wille zu empfangen,
der, so wie wir jetzt empfinden, dass ich nicht wie ein Tier bin. Ein Tier kennt keine Scham. Wenn es die Gelegenheit hat, irgendwas zu essen, dann isst er. Dann isst es. Ein Säugling auch, der noch auf der tierischen Stufe ist. Aber dann wächst in uns später die Stufe des Sprechenden. Der Sprechende hat bereits das Gefühl für die Mitmenschen. Das heißt, das Gefühl der Mitmenschen zerstört in uns einerseits die Genüsse, dass wir nicht auf jede Art und Weise genießen können, direkt, aber andererseits hilft sie uns zu gelangen zu einer Situation, in der wir uns mit dem Schöpfer identifizieren können. Scham ist etwas sehr Wichtiges. Das ist die Schöpfung für sich selber, die nur im Menschen besteht und nicht bei allen. Wir sprechen über die Scham, die eine besondere Eigenschaft ist. Und das ist nicht bei entwickelten Menschen, die Philosophen sind, die intelligente Menschen sind. Nein, das sind Menschen, die sich hinzugezogen fühlen zur Identifikation mit dem Schöpfer, Die Scham, die sich in ihnen innen drinnen befindet, die treibt sie voran zum Schöpfer. Von Anfang an, das nennen wir den Punkt im Herzen. Das ist es, was uns vorantreibt zum Schöpfer. Das ist die Scham, dass wir nicht zustimmen können, auf der Stufe des Tierischen zu bleiben. Wir wollen Mensch, Adam werden. Und deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie man dieses Gefühl entwickeln kann, wie man es achten kann, dass wir, dass die Kräfte des Wegstoßens, der Verweigerung des direkten Empfangens entwickelt, noch mehr Einschränkung, Massach, Schirm, Oko, sehr reflektiertes Licht, das kommt nur durch die Kraft des Wegstoßens, durch die Kraft der Schande, der Scham. Und dass die Scham ist die Schöpfung für sich selber. Nur der, der sie hat, der heißt Mensch, Adam. Der aus dieser Notwendigkeit, die sich in ihm zeigt, ähnlich dem Schöpfer zu sein, auch wenn er das nicht fühlt und nicht weiß und nicht kennt und noch nicht versteht, was mit ihm passiert, aber das alles kommt aus der Kraft der Scham. Aus der Kraft der Scham. Wir sagen nicht einfach so zu einem Menschen, schäm dich. Und du bist kein Mensch, du bist ein Tier. Schäm dich. Aber das ist nur allgemein gesprochen. Hier in Form des Empfangens der Weisheit der Kabbalah muss dieses Prinzip als sehr wichtig eingeschätzt werden. Und gut, Moskau 7, bitte. Auch eine Frage über die Scham. Es stellt sich heraus, dass das Kräfte, verschiedene Kräfte sind. Wenn die Kraft der Scham existiert, diese Kraft stiehlt die Anstrengungen der Abstoßung. Es gibt auch die Kraft der Abstoßung, aber in der Abstoßung annullieren wir uns, weil es in mir die Kraft der Scham gibt. Das sind sehr interessante Betrachtungsweisen. Wo ist die Kraft der Scham in diesem System der Abstoßung? Die Kraft der Scham, sagt Rav, ist eine Grundlage für die Korrektur des Massachs, des Schirms. Unter der Bedingung, dass es im Menschen die Kraft der Scham gibt, in diesem Maße,
wird in ihm der Schirm gebaut, dass er nicht zustimmen kann dem, dass er ein Tier ist und es ihm lieber ist zu sterben, als zu leben, als so ein Leben zu leben, und er möchte Adam ein Mensch sein. Das heißt, dass er nicht die Eigenliebe hat, die Eitelkeit hat, oder dass er sondern dass er die Anstrengungen macht, sich dem Schöpfer anzunähern, dem Schöpfer zurückzugeben, was er von ihm empfängt. Sein ganzes Leben. Und so kommt er zur Angleichung davor mit dem Hausherrn, der Identifizierung mit ihm. Weil der Hausherr hat uns alles gebaut, hat uns alles gemacht, die ganze Wirklichkeit, uns, alle Dinge. Und je mehr wir alle diese Dinge kennenlernen, verstehen wir umso mehr, mit welcher Liebe und welcher Genauigkeit er das gemacht hat. Und das ist alles für uns. Also dementsprechend müssen wir wollen, ihm alles zurückzugeben, was er uns gemacht hat, was er für uns geschaffen hat. Student, es stellt sich heraus, dass die Scham meine Anstrengungen stiehlt, aber das ist doch ein Geschenk, das ich bekommen habe. Das heißt, wenn ich das habe, brauche ich mich nicht so anstrengen. Rav, ja, denk darüber mal nach, und wenn du eine gute, kurze Zusammenfassung hast dafür, dann kannst du uns das verraten, aber auf kurze Form. Aber es zahlt sich aus, in diese Richtung zu denken, und darüber zu sprechen ist erlaubt, und darüber zu schreiben ist erlaubt, aber nicht die anderen verwirren, und das wird uns sehr voranbringen. Gut, Fokusgruppe. Es gibt hier viele Fragen über diesen Punkt gerade, in dem Gleichnis von Bala Sulam, wo ist der Teil, wo Malchut sich mit dem Licht von oben nach unten ausbreitet, nach dem Gleichnis. Rav, nach dem Gleichnis, da gibt es das noch nicht. Es gibt nur die Abstoßung, die Kräfte der Abstoßung. Die Abstoßung, und danach beginnt er zu empfangen, um zu geben. Dass die Kräfte des Abstoßens zur Identifizierung mit der Kraft des Höheren kommen und als Resultat davon, wie sehr er sich einkleidet in die Kräfte der Abstoßung, in sein reflektiertes Licht, um dem Hausherrn zu geben, da kleidet er sich ein in das Verlangen des Hausherrn, ihm zu geben, und diese beiden Kräfte breiten sich aus im Geschöpf, der es bereits empfangen muss, sonst gibt er doch dem Hausherrn praktisch nichts. Und das heißt, dass das gerade Licht sich einkleidet im reflektierten Licht, wird zu einem Orb Nimi, zum inneren Licht des Parzuf, und in das Geschöpf eindringt. Und unter dieser Bedingung, in diesem Maße, entdeckt das Geschöpf den Schöpfer und kann sich mit ihm identifizieren. In sich selber. Kann ich etwas fragen? Müssen wir von Seiten des Schöpfers auf etwas warten? Das können wir nur benutzen. Wir können nur benutzen alles, was in diesem Abschnitt geschrieben wurde. Und dann werden wir verstehen, dass das in uns passiert. Ich bin bereit, noch und noch das zu erklären. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Aber alles beginnt von der Kraft der Abstoßung, der Einschränkung heißt, die Einschränkung heißt, und dort beginnt es bereits, sein Verhältnis zum Höheren zu bauen, die Zusammenarbeit mit dem Höheren, ich für meinen Geliebten, mein Geliebter für mich. Sie kleiden sich gegenseitig ein und bauen so einen Parzuf. Was genau muss man wegstoßen, denn meinen Willen zu empfangen, die Herrschaft des Willens zu empfangen? Ja, sagt Raf. Oder du kannst sagen, du willst den Druck des Höheren auf dich wegstoßen, damit du empfängst, und du willst nicht empfangen vor der Einschränkung und dem reflektierten Licht. Und dann stellt sich heraus, dass du sozusagen dich weigerst,
den Schöpfer wegstößt. Aber das heißt, meine Söhne haben mich besiegt. Das heißt, ich weigere mich nur der vorigen Form, dass ich sicher in meinen Kelim des Empfangens empfange. Du tust deine Empfangsgefäße öffnen nach der Entscheidung, dass das Empfangen um des Gebens willen ist. Gut. Also Hebrew 10. Ja, danke, Raf. Es ist nicht klar, was vorher kommt. Die Scham, die echte oder das Durchschreiten des Schrankens. Wie kannst du den Schranken durchschreiten, sagt Raf? Wie kannst du irgendeine spirituelle Tätigkeit ausüben ohne Scham? Aber wie kann man echte spirituelle Scham empfinden, ohne den Schranken überwunden zu haben? Entwickelt das unter den Freunden, sagt Raf. Du musst vorher alles von oben empfangen und dann baust du irgendwelche Erkenntnisse in dir. Das funktioniert doch so nicht. Du musst neben dem Tisch sitzen und wenn der Schöpfer dir zeigt, wenn der Hausherr dir die Füllung zeigt, dann musst du bereit sein, das nicht um des Empfangens willen zu empfangen, sondern das bereits abstoßen, richtig reagieren. Sonst wirst du dich doch selber nicht neben dem Tisch und neben dem Hausherrn sehen. Deshalb beginnen wir von dieser Welt, von dieser Gruppe und beginnen hier zu arbeiten. Von hier aus, das ist alles. Moskau 1. А что дает Творец, что я это отталкиваю? Was gibt der Schöpfer, was ich wegstoße, Raf? Das verstehe ich nicht. Student. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Raf, der Schöpfer gibt dir Füllung. Und ich bezahle für diese Füllung nur in Form des Gebens. So bezahle ich das. So wie du an einer Kasse irgendwo bezahlst. Also was gibst du da? Du musst ihm dasselbe Verhältnis, dieselbe Beziehung geben, zurückgeben. Petach Tikva 12. Wie sie Michael geantwortet haben, wenn ich nicht in den Empfangsgefäßen empfange, dann wie kann ich in den Empfangsgefäßen nicht empfangen, wenn ich sie wegstoße? Jetzt verstehe ich nicht, was du sagst, sagt Raf. Gut, Freunde, ihr müsst daran arbeiten, diesen Abschnitt müsst ihr bearbeiten, und zwar ernsthaft, das ist sehr wichtig. Und es gibt nicht mehr Erklärung, als er hier gibt. Weil im Talmud Esra Sfirot spricht er viel technischer. Und das entfernt und verwirrt uns. Hier müssen wir wirklich sehr viel sprechen. Je mehr ihr das klären könnt, das wird euch auf kürzestem Weg zur Einschränkung Masach Ochosreh und dem Aufbau des Parzuf und des gemeinsamen von uns, der Neshama heißt. Und hiermit beenden wir. Ja, heute zwischen 10 und 10.30 Uhr gibt es das Programm Innere Betrachtung mit dem Rav Leitmann. Israelische Zeit.